Dad Jokes Adventskalender. Wie kommt denn der hier hin? 24 Tage Flachwitze, Kalauer und schlechte Wortspiele im Advent. Ich habe 13 Euro für dieses Schandbuch bezahlt. Und es wird schon damit, dass es scheiße ist. So. Also wir haben nicht viel zu verlieren. Es hat eine Bewertung auf Amazon, zwar ein 2 von 5 Sterne. Ich würde sagen, wir sind da was ganz Großem auf der Spur. Hier ist eine Menge drin. Meine Herren und Damen, aufgepasst. Herzlich willkommen zum Livestream. Ihr habt es geschafft. Ich habe extra bis 32 gewartet, damit ihr alle sauer seid auf mich. Ich habe ein bisschen Deutsche Bahn gemacht, ihr kennt das so. Ich habe hier die Heizung noch wärmer gestellt, weil im Keller ist kalt. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir müssen ja ausnutzen, es ist live. So, wann haben wir das letzte Mal einen Livestream gemacht? Das ist der absolute Oberhammer. Hallo Dragon Knight, Wasserkindchen, Gräulinchen, Shadow, Chioko, Fukuro, Verbappen, Why Not, Marco, Scholz, einfach ich. Es sind alle am Start, alle sind im... Ey, ich komme nicht hinterher. Flower, Rex, Budak ist da, Blood Moon, Martin, oh mein Gott. Okay, ja, jetzt fliegt es hier einfach alles um die... Gut, ist das schon der Slow-Mode vom Chat? Weil ich folge nicht mehr. Ja, das freut mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Frohen ersten Advent und ich werde euch natürlich nicht viel länger auf die Folter spannen, als ich sowieso schon getan habe und werde euch ein bisschen von diesem großartigen Adventskalender vortragen. Ein unfassbar schlechter Flachwitz lässt dir die Lachtränen übers Gesicht kullern? Okay, das, ich finde, das ist schon, die Messlatte ist jetzt hier. Wortspielereien sind genau dein Ding. Je doppeldeutiger und kindischer, desto besser. Deine Familie runzelt die Stirn, wenn du wieder einen deiner brillanten Schenkelklopfer auspackst. Herzlichen Glückwunsch. Wie es scheint, verfügst du über den berühmt-berüchtigten Väterhumor. Ich meine, ihr guckt mal alternativ so, ihr findet das doch safe funny. Wollen wir anfangen? Was sagt der Chat? Giga-Chat, was los? Weil ich liebe deine Videos, das heißt, ihr liebt auch ein bisschen Adventskalender, nehme ich an. Ihr müsst jetzt erstmal... Bevor wir, hier ist die 1, ich lüge euch nicht an, aber bevor wir die aufmachen, müsst ihr den Livestream liken. Ja, ich habe gehört, das muss man machen. Alle müssen jetzt ein Like da lassen. Wenn wir nicht 200.000 Likes haben, dann ist hier sofort Sense. Ich habe die Regel nicht gemacht. Susan von YouTube wurde nicht ohne Grund gekündigt. Sagen wir es mal so. Schon getan. Ed, bester Mann, gib ihm. Ja, Selina Koch, White Rose, Robin Eichelberger, Julia Büschel, Alexa Bude. Navi, ich liebe deinen Humor. Wir werden das gleich ganz hart auf die Probe stellen, wie sehr wir uns hier mögen. Oh, ich hab den ersten gelesen. Ach du Scheibenkleister. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich sehen wollen. Wollt ihr das wirklich hören? Kriegen wir 1000 Likes vor dem ersten Türchen hin? Wir lieben's. Du bist hot. Mir ist auf jeden Fall ziemlich hot. Das kann ich sagen, weil ich habe hier so eine kleine Heizung auf volle Kanne gestellt. Und hier schön dick Wolle an. Wir sind bei 700 Likes. 700 Likes, Leute, bei 800 Likes schlägt der Hotbutton zu. Und der Hotbutton wird noch heißer als hier, Kollege Schnürschuh. So, 738. Alter, wir schaffen das ja wirklich. Ey, Leute, ich werde nicht sagen Alge, 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 aber das sind meine Drogen. Wenn Sef da ist, bei 1000 Likes habe ich gehört, kommt Sef vielleicht. Boah, ich habe hier so krass hingespuckt, das ist egal. Ich trinke vorher auch nochmal was. Wie gesagt, wir nutzen das heute mal aus. Wir nutzen das heute aus, dass es live ist. Für Fortnite. Okay, wir fangen jetzt an. Ich kann euch ja nicht länger auf die... Aber ich möchte dann als Belohnung für die 1 möchte ich 1000 Likes haben. Türchen Nummer 1. Die Würde eines Mannes ist unten tastbar. Du Scheiße. Nein, ich hasse es, ich hab gelacht. Das war nur, um mich zu testen, damit ihr versteht, was ein Lacher ist. Aber wir haben 3 Jokes pro Kalendertürchen. Fandet ihr das witzig? Weil das ist das Level, auf dem wir gerade sind. Hallo, du bist mein Idol, danke für die 5 Euro. Danke für Nintendo-Fan, ist neues Ding. Ja, es wird noch flacher. Wie viele Äpfel wachsen am Baum? Alle. Das ist nicht funny, wirklich nicht. Habe beim Flughafen angerufen, da hebt gerade keiner ab. Boah, oh, der hat mir physischen Damage zugefügt. Boah, wenn ich einen Cutter hätte, würde ich jetzt sagen, hier ist meine Health Bar, habe ich nicht. Aber ich habe hier unten, habe ich Dauerwerbesendung. Hier, da. Das liegt daran, weil Square Enix bzw. Final Fantasy XIV diesen Livestream gesponsert haben. Wir kommen da gleich noch zu, aber wenn ihr es noch nicht getan habt, die kostenlose Testversion von Final, erster Link in der Beschreibung, einmal runterladen. Und es gibt jetzt auch noch das neue Add-on bald. Und die Testversion wurde um ein Add-on
komplett erweitert. Ihr könnt bis Stufe 70 zocken. Aber wir machen Türchen Nummer 2 auf. Haben wir denn unsere Belohnung hier bekommen? 1000 Likes, Leute? Sonst geht's hier nicht weiter. 1000 Likes, 1000 Likes. Oh mein Gott, ich hab ihn gelesen. Ich glaube, ich krieg Durchfall davon oder ich muss mich übergeben. Das ist heftig. Erst 900 Likes, Love is Love hat's gesagt. Sada G hat einen Wahl gepostet. Ich check den Chat nicht, aber wir müssen uns ein bisschen mehr Mühe geben. Jeder, du bist gerade hier, sag deiner Oma Bescheid. Die soll das iPad aus dem Grab holen. Kurz auf Like drücken und dann geht's weiter. Nintendo-Fan, 50 Euro. Warum denn über YouTube? Danke, aber warum denn über YouTube? Bombastic Side. 953, Alter, wir kriegen halt 1000 Likes. 1000 Likes und ihr kriegt wirklich den schlechtesten Witz der Welt. Nehmt den Like lieber wieder weg. Macht das nicht, aber es wäre nicht die schlimmste Option, die ihr habt. So. War das, was war das? Türchen 1, willst du nochmal hören? Die Würde eines Mannes ist unantastbar. Wie viele Äpfel wachsen am Baum? Alle. Und habe beim Flughafen angerufen, da hebt gerade keiner ab. Findest du das funny so? Weil dann würde ich ein Like da lassen, weil dann kommt noch mehr. Kommt 1000! Ey, 1003! Ihr kriegt sofort. Türchen Nummer 2, ich lüge wieder nicht. Wie heißt der Bruder von Elvis? Zwölfis. Nein, ich finde das funny! Frau. Schatz, zündest du den Weihnachtsbaum an? Der Mann. Klar, die Kerzen auch. Das ist null witzig. Gerade der war 12 lustig. Der ist... Boah. Okay, wir machen weiter, ja. Wir müssen uns Mühe geben. Wenn man einen Apple Store ausraubt, gilt das dann als Mundraub? Ich habe 13 Euro dafür bezahlt. Ich krieg die wieder von euch hier. Nintendo-Fan hat schon 50 Euro gespendet. Davon gehen irgendwie die Hälfte geht an YouTube. Aber die sind drinne. Ich hole mir noch ein Buch davon. Seid ihr ready für die Nummer 3? Spend mal schön in den Chat. 3 in den Chat und es geht weiter. So machen wir das jetzt. Ey, das schaffe ich doch nicht heute. Das schaffe ich doch nicht alles an einem Tag. Das ist richtig scheiße, wirklich. Ich kotz ab. 333. Cringe Level 100. Ich würde sagen, da sind wir noch nicht. Nein. Okay, ihr seid scheinbar schon bereit für die 3. Wenn ihr lieber die 4 vor der 3 sehen würdet, dann könnt ihr auch noch eine 4 reinschreiben in den Chat. Einfach spammen, die Mods lieben das. An der Stelle übrigens vielen Dank an die Leute auf dem Discord, vielen Dank an Tarek, der kommt gleich noch dazu, damit ich ein bisschen Publikum habe quasi. Danke an die Leute, die Moderation machen, an Jasmin, an alle Leute, an Paul Media, ich liebe alle. Ich liebe euch alle. So, also lieber 3 oder 4. Ne, komm, wir machen es richtig, wir machen richtig, ja, ich habe gelogen. Wer auch immer meine Kopie von Microsoft Office geklaut hat, ich werde dich finden. Darauf hast du mein Word. Nee. Nee, komm, Alter, ich mach den Stream aus, ist vorbei jetzt. Ist jetzt auch scheiße. Komm, wir hören auf. Nee, wir hören auf, Alter. Nee, komm, Mikro ist auch weg. Nee, komm, okay, ich bin wieder da. Das kann ich euch nicht antun, Leute. Schön. Schön, schön, schön. Das war krass, oder? Mach 24. Seid ihr wirklich... Wir haben da eine zweite 3, ja? Ich lese sie auch direkt vor. Wir machen Back-to-Back. Bei einer Lesen. Bei einer Verkehrskontrolle. Fragt der Polizist. Haben Sie Restalkohol? Mann am Steuer. Nee, alles ausgetrunken. Drunk Driving! Ach du Scheiße, Alter! Ach, ich hab mit viel gerechnet. Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht damit. 13 Euro wurden von meinem Bankkonto für den Müll abgebucht mein Herz! Die 3. Ich dachte, die 3 wäre vorbei. Die 3 geht hier weiter, Alter. Die 3 ist ein ganzes Buch. Die 3 ist ein Roman. Wir können nicht so lang machen, Alter. Ich spiele Fußball nicht zum Spaß, sondern nur wegen des Kicks. Ey, findet ihr das funny? So, weil ich mach weiter. Ich brauche noch ein bisschen Liebe in den Chat. Bitte, Leute, wie geht's euch? Erster Advent, was habt ihr gemacht? Ich brauche ein bisschen. Ich bin verloren, denn ich habe gelacht. Du, da, Diego! Vicente ist weg. Schlecht.
Die drei ist ein Author. Ja, wirklich, das ist... kriegen wir 1500 Likes hin. Es gucken 1300 Leute zu. Jeder von euch muss ein Like da geben, da lassen. Das machen wir gar nichts mehr, Alter. Ich lese doch hier nicht den kleinen Hobbit vor. Okay, ich mach. Aber nur, weil ihr liked, ja? Ich gebe euch jetzt meinen Vertrauensvorschuss. Unser Hund hat früher Leute auf dem Fahrrad verfolgt. Es wurde so schlimm, dass wir ihm das Fahrrad weggenommen haben. Ist hart und unlustig. Ich bestell an der Bahn einen Fußgänger. Nein, einen Läufer. Ach nee, wie war das noch? Einen Radler. Was macht ein Security-Mann in einer Nudelfabrik? Er passt da auf. Ihr müsst liken. Wirklich, das ist das Game, was wir spielen. Ich mach, ihr liked. Mein Chef hat mir einen guten Tag gewünscht. Bin deshalb natürlich direkt nach Hause gegangen. Ich wusste nicht, dass mir das wehtun kann. Das ist mein Sleep Paralysis Demon, aber als Witz. Als ich ein Kind war, hat meine Mutter gesagt, dass ich alles sein kann, was ich will. Es hat sich aber herausgestellt, dass ein Identitätsdiebstahl ein Verbrechen ist. Hä? Das ist nicht lustig. Okay. Ist dir kalt? Dann geh in eine Ecke, da hat's 90 Grad. Scheiße, ich muss das ja wiederholen. Und ihr müsst dann alles sehen. Ist das? Habt ihr dafür abonniert, ja? Gut. Das ist mir zu krass, Leute, wirklich. Das tut weh. Irgendwas riecht angebrannt. Wenn ich anfange zu brennen, müsst ihr mir das sagen, ja? Ich mach weiter. Stiftung Warentest hat Besteck getestet. Das Messer hat am besten abgeschnitten. Hätte ich's vorgelesen, richtig, wäre es funny gewesen. Jetzt habe ich das kaputt gemacht. Sorry, ey. Türchen Nummer 4. Ich bin am Schwitzen, Alter. Ich bin am Schwitzen, weil es nicht witzig ist. 13 Euro. Okay. Ich hab damit gerechnet, dass sowas passieren könnte, weil dieses Buch war sehr dick. Es sieht aus nach mehr als 24 Seiten. Wollt ihr noch einen Pups hören? Also nicht von mir, sondern ich hab noch ein bisschen was zur Abwechslung, so damit euch nicht langweilig wird. Ich hab euch nämlich lieb. Beziehungsweise Heike, die hat nämlich 26 Euro ausgegeben und die Spesen noch nie wieder bekommen. Für den Rülps- und Pups-Adventskalender. Das sind 12, möchte ich sagen. 12 Sounds drinne und der Rest sind nur Sprüche. Da habe ich mich schon drüber aufgeregt. Wenn ihr wollt, würde ich jetzt so einen mal reinhören, ob das vielleicht so qualitativ uns retten könnte. Ich weiß nicht, ob es mir wichtig ist, was ihr sagt, aber es wäre voll nett, wenn ihr ja in den Chat schreiben könntet. Das boostet ein bisschen mein Ego. So, weil das ist nämlich Furzi Pups, der Knatterdrache. Das ist, ich weiß nicht. Ich mach den mal an, ja. Das ist ein Adventskalender, den man anschalten kann. Ja, siehst du, der Chat will das. Bei 1300 Likes mache ich auf. Und bis dahin zeige ich euch einen Stillframe. Die Illusion ist perfekt. Nix regt sich. 1300 Likes. Ja, schon 1300? Es geht weiter. Gut, wieder auf Play gedrückt. Das hier ist eigentlich ein Video. Ich habe euch verarscht. Wo ist die Scheiß 1, Digga? Bei dem Buch kann ich wenigstens nacheinander machen. Hier, okay, 1. Haltet euch fest. So. Da ist kein Sound drin, liebe ich, wenn den der 1 zu finden. Der ist egal. Drücke die Mitte des Spiels, doch. Okay, erst Spruch. In diesem Kalender hier findet ihr so manches Tier und so war das auch gedacht, die Geräusche, die es macht. Ist der kaputt, Alter? Was? What the fuck? Habt ihr das gehört, Alter? Das ist ja mega... Das hat einer mit dem Mund gemacht. Der ist noch ranziger. Nee, wir machen direkt die 2, Alter. Das ist ja mega scheiße. Was soll das sein? Ein furzendes Huhn? Die können nicht furzen. Der dachte meinem Drachen,
total, es ist Weihnachten total egal. Doch dann erkennt man, wie verrückt wurde es überall geschmückt. Ohne Sound? Vielen Dank. Vielen Dank, Furzipups, der Knatterdrache. Aber an jedem zweiten Türchen ist wie beim Ü-Ei quasi. Nee, Furzipups mag Scherzen nicht, dafür mag er Kerzenlicht. Okay, auch kein Sound, Alter. Richtig Rip-Off. 26 Euro für 12 Soundeffekte, die ich mir im Internet runterladen kann. Ey, das ist krass. Das ist Scam. Okay, ich mach noch einen. Ich baue noch... Furzipups ist echt entzückt, denn das Bäumchen ist geschmückt. Aber ist das alles ohne Ton? Hä? Wir machen weiter, bis der nächste Sound kommt. Ihr seid live dabei, wie mir einfach 26 Euro abgezockt wurden. Hä? Das ist doch der Sound-Adventskalender, da sind keine Sounds drin. Da. Ich hör's furzen, Alter. Ich weiß nicht warum. Hör mal auf. Das war ich in Wahrheit. Das ist eigentlich gar kein Adventskalender. Komm mal. Es geht gleich weiter. Ich hab nicht so kleine Kinderhände, Alter. Man kriegt die nicht auf. Da, so jetzt. So, hört zu jetzt, ja? Wir haben uns hier versammelt für den, Furz-Adventskalender. Die Kerze brennt am Baum! Nur kurz, dann geht sie aus durch einen Furz. Oh mein Gott! Gib mir die Dad-Jokes wieder, aber wir sind für den Sound hier. Warte, hier ist der Lautsprecher. Was ist hier das? Der klappt ja super. Mach mal jetzt, Pups nochmal. Warum gibt es das? Da macht einer... Da druckt jemand auf so ein kaputtes Board vom Sound-Adventskalender. Wir hatten auch schon einen, wo 24 Sounds drin waren. Und das sind nur die, geht nur die Hälfte. 26 Euro, klar. 26 Euro für Furzi-Pups, der Knatterdrache. Wir machen weiter. Wir bauen wieder Dad-Jokes. Ihr habt hier für Dad-Jokes eingeschaltet. Sorry für die Ablenkung. Ist mein Fehler. Nehme ich auf meine Kappe. Weiter geht's. Oh, okay. Kannst du bitte meine Uhr aufheben? Nee, ich hab doch kein Urheberrecht. Es ist Türchen 4. Und ich will mich wirklich gerade löschen. Meine Frau hat gemeint, ich sei kindisch. Dann habe ich sie natürlich von meiner Spielburg weggeschickt. Es gibt Abendessen. Machst du den Tisch fertig? Klar, Tisch, du alter Holzkopf. Dich mach ich fertig, warte nur. Der ist funny. Der ist ein bisschen funny. Nummer 5, seid ihr ready? Schreibt 5 in den Chat. Ich trinke derweil noch was und ich würde mir den kleinen Tarek wünschen. Weil ich glaube, wir müssen Tarek hier einblenden. Wir haben gleich so eine Facecam, weil das ist echt hart. Das tut weh. Was ist das Bild im Hintergrund? Welches meinst du? Das hier ist ein Adventskalender von Funny Frisch oder so. Chio, Chips Frisch. Mega. Von Chio wahrscheinlich. Und da hinten sind Fanarts. Ich habe noch so einen kleinen Malder hier. Und also so einen kleinen Malder auf Leinwand bekommen. Fand ich niedlich. Kommt auch noch in dem Video auf dem Zweitkanal. Alles chillig. So, 5555. Ich weiß nicht, ob Tarek mein Flehen gehört hat. Ich weiß gar nicht, ob der hier einfach reinjoinen kann. Ich gehe einfach zu Tarek rein. Tarek, bist du am Start? Hallo? Hallo, Kumo. Hallo, Tarek, sag mal Chat, hallo. Nee, warte mal, Chat, sag mal Tarek, hallo. Darf ich dich zeigen? Von den Dad-Jokes, Alter. Nee, es wird jetzt auch schlimmer. Du bist jetzt drinne. Freu mich. Ey, du bist ja fast so groß wie ich. Kann ich dir... Küss mal nach rechts. Du musst an den Rand von deiner Kamera ein bisschen. Hast du gemacht? Oh, das war zu weit. Oh mein Gott, du bist in mich rein. Das ist ja krass. Ja das ist Tarek. Ich hab in den Mund geleckt, was? Ich brauche nämlich heute ein bisschen Publikum noch und nachher noch jemanden, der mir erklärt, was ich machen muss. So, bist du bereit für die 5? Oh. Der Chat hat schon, die warten hier. Ich weiß nicht. Doch, du weißt. Ja, willst, okay, Tarek. Willst du mit mir einen Origami-Kurs belegen? Ja. Das kannst du knicken. Forscher haben letztens herausgefunden, aber dann sind sie wieder reingegangen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! 13 Euro gezahlt, ne? 13 fürs Buch. Ja.
Muss ich sagen, hat aber Nico privat ausgelegt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm das wiedergeben will. Weil das geht ja vom Alternativbudget ab. So, ihr müsst ja überlegen, für 13 Euro könnte ich mir auch einfach 5 Tüten Chips kaufen und hab wahrscheinlich was Besseres für meine Gesundheit getan. Don't do it. Okay, das sind auch richtig viele Sprüche noch. Wo ist das Ding zum Kartoffelschälen? Deine Mutter ist gerade nicht da. Pff, nee. Du siehst gar nicht glücklich aus. Ich hab mir irgendwie gedacht, dass jetzt haben wir einfach die Chat-Reaction nochmal so als Person. Du bist der Substitute für den Chat. Ich hab auch schon geliked, Indeed Coffee. Tatsächlich. Habt ihr? Vorhin hieß, alle liken, hab ich geliked. Habt ihr alle geliked? Haben alle geliked, die zuschauen? Weil sonst geht's hier nicht weiter. Ihr wisst, wie es ist. Komplett unbeeindruckt. Ja, ich finde halt Dad-Jokes nicht lustig. Das muss mein... Das ist gut, weil ich finde zart... Also alle, die zuschauen und vom Alternativ kommen, die finden es funny so. Ist einfach, also ja, unser doch, Witz. Ist mega lustig. Die sind mega lustig. Schreibt die Frau ihrem Mann: Schatz, wann bist du zu Hause? Seine SMS-Antwort: Gleich. Aber als Gleichzeichen, weißt du, ist hardcore funny, weil, also, das funktioniert mega, wenn ich den vorlese. Gut, ja, gelacht haben wir jetzt nicht, ne? Wo ist meine Musik? Ich habe eine 20-Minuten-Playlist angemacht, die ist jetzt schon vorbei. Wie spät wir schon haben? Wie lang brauche ich denn? Ich bin einfach Slow-Mode. Okay. Ja gut, du hast aber auch noch diesen anderen Kalender mit reingemogelt, ne? Ist fair. Ja, was soll ich denn mit einem Furz-Adventskalender noch hier? Das ist 12 Sounds. In den ersten 6 Türchen ist ein Sound. Na egal. Der Nachbar klopft im Garten seinen Teppich aus. Ich so: Was ist los, Aladdin? Springt der nicht an? Das ist einfach nur racist. What the hell? Yo, das ist nicht lustig. Was ist mit dir? Jetzt direkt Anzeige oh, jetzt, aus. Jetzt komm auch. Also ich Anzeige möchte aus. Zu meiner Verteidigung sagen, das steht hier drin. Ja, ich lese nur vor. Vielleicht lese ich, denke ich gleich nochmal vor, bevor ich vorlese. Was ist das Beste an der Schweiz? Ich kann nicht weiterlesen. Ich weiß es nicht, aber die Flagge ist ein großes Plus. Ist funny. Da, guck das Gesicht an. Guck mal, wie du dich fühlst. Soll ich dich wieder ausblenden? Nee. Ist dir das unangenehm? Okay. Nee, let's go, mach weiter. Ich möchte Schaffner werden. Dann kann ich das Leben in vollen Zügen genießen. Den habe ich noch nie gehört. Du kommst immer zu spät. Da, auch funny und man kriegt so wenig Geld. Vater, bist du per Anhalter gekommen? Kind, wieso? Du siehst so mitgenommen aus. Ha! Hörst du das? Das ist mein Schenkel, Alter. Der fällt gleich ab, so doll muss ich klopfen. Ah, oh, das ist hart. In Zentralamerika gibt es zwar schlecht... Nee. Okay. In Zentralamerika gibt es zwar schlechte Lackierer, dafür aber Guatemala. Weil sie sind ja Guatemala. Warum ist das so lang? Warum sieht dein Mathebuch so traurig aus? Weil es so viele Aufgaben hat. Funny. Mein letzter Erfolg war meine Geburt. Da kam ich ganz groß raus. Das Gegenteil von Frühlingserwachen ist spät rechts einschlafen. Okay. Der war funny, Mann. Weil es links und rechts. Okay. Ja, hab ich verstanden. Hat kurz gedauert, aber habe ich verstanden tatsächlich. Okay, wir machen noch einen, der dir ein bisschen wehtut. Willst du einen Witz vom Bau hören? Nee. Ich arbeite noch dran. Verstehst du, weil es vom Bau. Nummer 7, wir sind schon echt. Kommt zusammen mit dem Schaffner an, ne? Was ist das Gegenteil von analog? Digital. Anna sagte die Wahrheit. Wenigstens einmal in ihrem Leben. Wow. Anna, so hieß meine Freundin von mir. Zeitumstellung, also die heißt auch immer noch so, aber es ist keine Freundin mehr von mir. Zeitumstellung ist auch... Hat. Exakt. Zeitumstellung ist auch nur Jetlag für Geringverdiener. Nee. Verstehe ich nicht. Naja, Jetlag ist, wenn du dich... Und wenn du ein Geringverdiener bist, dann kannst du dir keinen Flug leisten. Das ist nicht so lustig. Oh, ja, sorry. Du weißt die ja, Distanz zwischen dem Inhalt und mir ist übrigens größer, als sie jetzt hier so physisch wirkt. Warum tanzt ihr beim Streiten? Wir diskutieren. Oh, wow. Nee, da bin ich nicht gekommen. Da bin ich ehrlich, der war zu hoch für mich. Okay, wir machen Speedrun, Nummer 8. Ja. Was ist ein Keks unterm Baum? Das kann, du kommst drauf. Ein Keks unterm Baum. Sag mal. Ist ein, nee.
Ein schattiges Plätzchen. Oh. Ja, okay, fair, fair. Ich bin einfach zu blöd dafür. Lieber Arm dran als Arm ab. Jo. Was ist grün und gewinnt jedes Rennen? Irgendwas mit, was ist grün? Eine Gurke, eine Schnellgurke, eine Speedbrokkoli. Eine Schnellerie. Aber ich hatte den richtigen. Du hast ja Dad-Material, Alter. Ich war ganz nah dran. Ich bin ein Mann mit Klasse. Ich bin Lehrer. Achso. Okay. Nee, das ist einfach auch nicht funny. Wer wirft mit Geld um sich? Ein reicher Pavian. Ein Scheinwerfer. Das ist aber. Oh ja, natürlich habe ich hier, aber weil da schieße ich mal Moroboli-Geld, weil ich habe nicht so viel Echtes. Ja, das ist ein Scheinwerfer. Der Prinz ist angepisst. Rapunzel ließ ihr Haar herunter. Rapunzel ließ Haar herunter. Das ist einfach irgendeine ganz weirde Ecke. Ganz weirde Ecke bei OnlyFans, Tarek, glaube ich. Man kennt's. Vater, dein Brot ist korrupt. Sohn, was? Vater, es hat sich doch gerade von dir schmieren lassen. Oh mein Gott, das ist so ein Nico-Witz. Also Nico. Ja, ja, ich glaube, wenn ich den jetzt im Screenshot schicken würde, dann würde er richtig hart lachen und man würde es aus dem Zimmer noch hören. Witze über die Deutsche Bahn zu machen ist eher schwierig. Ne? Man weiß nie, wann sie ankommen. Ich habe einen Huhn. Jetzt kam er an. Ich habe einen Huhn und ein Ei von Amazon bestellt. Ich geb Bescheid, was zuerst da. Was ist das? Ist nicht funny, Alter. Ja, das wäre aber mal ein gutes Experiment, um ein für alle Mal die Henne-Ei-Frage zu klären, Alter. Sohn, irgendwann kommt der Moment im Leben, wo du als Familienoberhaupt laut auf den Tisch schlagen musst, um zu sagen, hört sofort auf oder ich sag's Mama. Das ist nicht funny, Tarek. Ich hab den auf den Tisch gehauen, aber ich habe den Witz nicht verstanden. Ich konnte nicht glauben, dass mein Vater auf seiner Arbeit als Verkehrspolizist stehlen sollte. Aber als ich nach Hause kam, sah ich die Zeichen. Ach so, dem wurde vorgeworfen, dass er stiehlt. Aber das konnte er nicht glauben, aber nach Hause ist er gekommen und hat er die Zeichen gesehen. Die Verkehrszeichen, nee, das ist ein Diebstahl. Ich hab direkt schon einen seinen Sohn gewählt. So. Hast du Bring it! Hast du vom Restaurant auf den Mond gehört? Nee. Leckeres Essen, aber keine Atmosphäre. Du hast wirklich heute den schlechtesten Job. Du hast dir jetzt nicht mal ausgesucht. Du bist jetzt auf meinem Finger hier aufgespießt. Warum hat der Weihnachtsmann keine Kinder? Oh nein, da kommst du drauf. Warte. Das ist ganz schlimm. Weil Kinderarbeit verboten ist? Nein. Okay. Weil es keine Frau Klaus gibt? Auch funny, aber auch falsch. Weiß ich nicht. Weil er nur einmal im Jahr kommt. Aber, also, manchmal trifft man ja auch einmal und es reicht. Beim Zahnarzt. Das kann jetzt ein bisschen wehtun. Der Patient? Kein Problem. Ich habe seit 3 Jahren ein Verhältnis mit ihrer Frau. Das ist nicht... Wo der Witz? Wo ist der Witz? Aber, wo ist meine Lupe? Ich muss sie suchen. Entschuldigung, wo ist das witzig? Ich sehe es nicht. Ich sehe nur hinten ISBN 13 Euro, Alter. Hat er seine Frau gebohrt, verstehst du? Da ist ein Witz. Mit Bohren und so. Aber nicht einfach sagen, ja, das kann jetzt ein bisschen wehtun. Ich habe deine Alte geknallt. Ein Bär, der auf einer Kugel sitzt und schreit, nennt man? Ein Bär, der auf der Kugel sitzt und schreit. Schreit. Ein Schreibrüllkugelbär? Kugelschreibär. Oh, da hätte ich drauf kommen können, hä? Ja, das. Ja, ich find's echt hart. Also. Wir machen jetzt bis zur Hälfte und dann machen wir kurz Pause, weil sonst überlebe ich das nicht. Was findest du dumm? Ich bin dumm, offensichtlich. Ach so, nee, ich dachte, du willst noch irgendwas hier über das Buch sagen, was hat 13 Euro gekostet und ist mein Lieblingsbuch. Ist auch das erste Buch seit 3 Jahren, was ich lese. Sagt viel über dich aus. Das stimmt auch nicht.
Nachher klappt das hier wieder. Das glauben wieder die Leute, die zugucken. Habt ihr alle geliked? Ich glaube, dass das wahr ist. Puh, haben wir irgendwelche eigentlich Nachrichten übersehen? Hier hat ein Nintendo-Fan hat einfach 50 Euro geballert, aber ich glaube, das habe ich gesagt. Vielen Dank nochmal, vielen Dank. What the fuck, ja, das ist wirklich 13 Euro, what the fuck. Kurz bevor er ins Gras biss, sagte mein Vater zu mir, guck mal, wie gut ich ins Gras beißen kann. Oh. Okay, wir sind fast auf der, fast Halbzeit, Leute, fast Halbzeit. Wie geht es euch soweit? Jana, vielen Dank für die 2,49 Euro. Mir geht's schrecklich. Was passiert? Schmerzen. Oh ja, du bist wirklich im Arsch, Tarek. Ja, ich bin richtig am Arsch. Ist meine Playlist schon wieder durch? Nee, okay. Was passiert, wenn keiner mehr E-Mails schicken kann? Wir schreiben wieder Briefe? Die Postapokalypse. Alles Gute zum Geburtstag nachträglich, Leo. Ja, Leo. Grüß mich bitte. Ich grüße den unter dir, Captain J. Was willst du jetzt machen, ne? Wenn man die Buchstabensuppe wieder auskotzt, ist das dann gebrochenes Deutsch? Also ich? Oh mein Gott, du darfst das sagen, ich nicht. Ich darf das sagen. An der Straße steht ein Schild. Hör mal auf, warum baust du jetzt alles ab bei dir? Bist du in Minecraft oder was? Ja, ich baue ab, ja. An der Straße steht ein Schild mit der Aufschrift Anlieger frei. Jeder Vater immer. Wir haben auch ein Anliegen, wir wollen da durch. Das egal. Ist ein Dad-Joke. Das ist aber ein Meta-Dad-Joke, weil der Dad-Joke macht sich über die Dad-Jokes lustig. Ja. Check ich nicht. Was ist das für ein Scheiß? Habe meine Englischlehrerin gefragt, was Geräte auf Englisch heißt. Und was war die Antwort? Devices. Also Devices. Die Englischlehrerin weiß. Ja, habe ich verstanden, ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob man es so richtig gecheckt hat hier. Türchen sind wir. 12. Für wen kauft ein Egoist Obst? Warte. für sich? Für sich! Ja, für sich. Verstehst du? Das ist ein bisschen lustig. Nein! Um Gottes Willen, hier ist nichts lustig drin. Killer Gamer, danke. Was bist denn jetzt so? Ich hab einem Hipster ans Schienbein getreten. Jetzt Hopster. Nee, komm. Okay. Puh. Oh, das war krass, oder? Der ist schon hardcore lustig. Willst du noch mehr? In der Geschwindigkeit, schaffen wir es. Okay. Chat, was sagt ihr? Direkt ein bisschen Final Fantasy Fall Guys oder lieber hier noch die letzte Hälfte? Weil da muss aber die Leute auf dem Discord müssen warten. Das interessiert den Chat wahrscheinlich null, ne? Die wollen aber nur den Adventskalender sehen. Wie nennt man Sex mit Gegenständen? Ist das strafbar? Dingsbums! Warum sind bei IKEA Pfeile am Boden? Damit man sich nicht verläuft. Weil es ein Einrichtungshaus ist. Nach einer langen Partynacht mit Schuhen im Bett aufwachen. Das ist dann wohl der gestiefelte Kater. Das ist, wow. Ich habe bei Spider-Man angerufen, aber er hatte kein Netz. Das ist nicht lustig! Entschuldigung, ich habe da kurz mal einen Aussetzer gehabt. Ich habe mit meiner Pflanze ausgemacht, sie nur noch einmal im Monat zu gießen. Sie ist darauf eingegangen. Okay. Alles ja, ein Brüller. Warum können Skelette so schlecht lügen? Da kommst du drauf. Kurze Beine haben? Nee, warum hat ein Skelett kurze Beine? Weiß ich nicht, weil die Knie abgefallen sind. Aber was kann man mit dem Skelett machen? Was kann man mit einem Skelett machen? Die sind leicht zu durchschauen! Aha! Aber das wäre doch. Dann wäre es doch eher. Also, sorry, dann wäre es lustiger, wenn man gesagt hätte, warum können Geister nicht lügen? 13 Euro und nicht 14, Tarek. Du musst überlegen, warum. Sagt die eine Sicherung zur anderen Sicherung? Ich flipp aus. Ah, funny, aber lass uns zusammen durchbrennen. Ah, okay. Egal wie du kochst. Karl Marx. Karl Marx, das sag ich tatsächlich. Den kennst du? Ja. Den benutzt du? Du bist offiziell von meiner Freundesliste wieder gestrichen. Du kriegst gleich einen anderen Status bei Discord. Oh mein Gott, nicht auf WhatsApp, nein! Hä? Ich sag das total gerne, egal was du malst, Karl Marx, egal was du machst, Karl Marx, das ist doch lustig. Soll ich dir einfach... Das ist lustig. Weißt du, was ich mache? Ich schick dir auf WhatsApp die nächste Seite und du kannst die mal vorlesen, ja? Okay, ich bin gespannt. Weil ich versuche nicht richtig hinzugucken.
Aber ich muss wenigstens so viel hingucken, dass ich fotografieren kann. Warte, das bin ich. Scheiße. Die nächste machst du. So, fick dich. Ich mache aber den letzten von der 15 noch. Chat, seid ihr bereit? Haltet euch fest. Haltet euch, euren Partner, eure Oma, alle müssen festgehalten werden. Was erhält man von Kühen in einem Erdbebengebiet? Milchshakes. Ja. Aber ist nicht witzig, oder? Sieht das aus? Ist das hier ein Lachen? Ich würde sagen, das hat mir 20 Damage gegeben, sonst nix. Ich mach den unteren jetzt. Ja, du bist bei der 16. Nee, du kannst alle. Okay. Die ganze Seite ist, das sind drei Stück. Die ganze 16 gehört dir. Treffen sich zwei Kerzen, fragt die eine, was machst du heute so? Sagt die andere, na? Brenn? Ich geh aus. Ja. Schisse? Ist funny. Doch, da hätte man drauf kommen können, vor allem wenn ich das Foto gemacht habe, ne? Aber. Was sagt man über einen Spanner, der gestorben ist? Der ist lustig. Ein Spanner, der gestorben ist. Ja. Keine Ahnung. Der ist weg vom Fenster. Oh, nein, das darf man nicht sagen. Das ist nicht lustig. Nee, komm, das ist schon funny, aber ja, komm, 13 Euro. Spanner sind schon lustig. Ich werde mit dir, das hat ChatGPT geschrieben. Mach mal weiter. Geht ein Cowboy zum Friseur. Kommt da raus, sein Pony weg. Verstehst du? Weil er jetzt keinen Pony mehr hat. Ey, Dario, ich schick dir, du kannst die nächste Doppelseite machen. Let's go. Ah, du kriegst doch ein richtig schäbiges Foto. Aber ich mach die davor, weil wir sind jetzt bei der 17. Okay. Warum sind Fußballer eine Gefahr im Straßenverkehr? Warte. Der Chat kann helfen. Wir haben den Chat Bonus. Ja. Weil sie bei Rot gehen müssen. Ich habe einen total lieben Hund. Der ist ganz ruhig. Jetzt hat er sogar den Nobelpreis gewonnen. Oh! Der hat gedauert, aber ich. Oh! Der ist mit der Deutschen Bahn gekommen. Ich habe ihn verstanden. Boah, nee. Oh, ich will mein Geld wieder. Ich will, dass mir jemand jetzt was Lustiges erzählt. Ja, wir sind immer noch bei der 17. Aber Tarek hat eine Doppelseite zum Vorlesen. So sieht die aus. Schwupp, aber ich gucke hin. Alle vier jetzt? Geil. Klar. Im Restaurant ist gerne wild. Antwort? Nein, meistens ganz normal und langsam. Das ist nicht lustig, Mann. Sie, Schatz, machst du bitte den Kamin an? Er, na Kamin, gut siehst du aus. Hast du später schon was vor? Das ist so unlustig. Das ist so wie, ich bin müde. Hallo müde, ich bin Malte. It's not funny und es wird niemals lustig sein. Nee, und trotzdem sagen es total viele. Oh, ich sterbe. Wo ist ein Baum, wenn er Rückenschmerzen hat? Oh mein Gott, da kommst du drauf. Urwald, ins Sägewerk, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Zum Kieferorthopäden. Ich bin traurig, dass ich nicht drauf gekommen bin. Geht ein Mann zum Arzt. Ich brauche eine Krankschreibung. Der Arzt, was fehlt Ihnen denn? Na, was fehlt ihm? Denke wie ein Dad. Die Motivation. Nee, eine Krankschreibung. Ach so, nein. Ich bin so nicht drin im Game. Oh mein Gott. Sagt der Walfisch zum Thunfisch. Was wollen wir, Thunfisch? Sagt der Thunfisch, du hast die Walfisch. It's nicht fun. In St. Pauli wurde gestern ein Sarg gefunden, aber der ging einfach nicht auf. War wohl ein Zuhälter drin. Egal wie viel Curry du isst, Freddy isst Mercury. Das funktioniert nicht mal, Alter. Bitte nein. Sieh, Schatz, ich hab Kopfschmerzen. Hast du was dagegen? Nein, das ist schon in Ordnung, dass du Kopfschmerzen hast. Das ist ein Dad-Joke. Der ist aber nicht lustig. Ehrlich, lustig ist er nicht. Nicht so wie die anderen alle. Du hast recht, Tarek, tut mir leid. Also ich habe jetzt 50 Minuten lang köstlich gelacht, aber der war nicht lustig. Der war es jetzt nicht, das tut mir leid. Der war es jetzt nicht. Warum findet ein Henker nie den Rückweg? Warum findet ein Henker den Rückweg? Was macht der? Wo ist der dabei? Weil er den Kopf ab... wie nennt sich das? Ja.
Wie nennt sich das denn, was Henker machen? Bin ich blöd? Hinrichtung. Weil, ah, der kennt nur die eine Richtung. Genau. Ja, weil der nur die Hinrichtung kennt. Die Hinrichtung kennt, da kenne ich die Rückrichtung. Da treffen sich zwei Magnete, sagt der eine. Was soll ich heute bloß anziehen? Ich glaube, das sucht er nicht aus, weil er einfach positiv und negativ ist. Mich? Dich? Soll er? Ist die Antwort mich? Nee, das ist einfach, das war der Joke. Was soll ich heute bloß anziehen? Na, das ist egal. Oh. Was denken sich die Gletscher zum Klimawandel? Lass mal schmelzen. Wir werden sehen. Fair. Welches Getränk trinken Chefs? Captain Morgan? Leitungswasser. Egal wie gut du fährst, Züge fahren Güter. Warum gehen Ameisen nicht in die Kirche? Da kann man drauf kommen, actually. Der ist stark. Ameisen. Chat, seid ihr noch da? Chat ist eingeschlafen. Chat. Ameisen. Was sind Ameisen? Ah, lol, ich hab's. Ja, sag mal. Weil sie Insekten sind. Weil sie Insekten sind, ist richtig! 1000 Punkte! Eins in den Chat, Tarek! Du hast heute... Was? Ich soll eine 1 in Chat? Okay. Nee, warte. Nicht du, alle anderen auch. So. Ist egal. Ich will einfach nur die Mods ein bisschen nerven. Willst du nochmal lesen? Ja, let's go. Ich schick dir dann die 21, aber davor muss ich noch die 20 fertig machen. Meine Lieblingszahl. Ich weiß. Ist sie nicht. So. Was essen Verliebte am liebsten? Kuss! Scheiße! Egal wie viele CDs du hast. Ja, was essen sie jetzt am liebsten? Ich hab's nicht gehört. Kuss! Achso, oh. Egal wie viele CDs du hast, Karl hat Mercedes. Fliegt ein Kuckuck übers Meer, grüßt ihn dann. Hi, Kuckuck. Du bist dran. Warum benutzen Beamte keine Taschentücher? Beamte. Taschentücher, Nase putzen. Weiß ich nicht. Weil da Tempo draufsteht. Mann, so eine Scheiße. Das ist nicht funny. Ich bin so unentschlossen. Als japanischer Krieger wäre ich ein Nunja. Ein Nunja. Sagt eine Kuh zum Polizisten. Mein Mann ist auch Bulle. Können wir aufhören? Nee, wir machen den jetzt zu Ende. Du hast gesagt, wir machen den zu Ende. Wir machen den auch zu Ende. Ja. Achso, mach ich weiter. Ja, ich hab nichts mehr. Entweder schickst du oder... Ja, ich schick dir... Du kriegst die 23. Weil die 24 ist ungefähr 15 Seiten lang. Also, geil. So, ich mach die 22. Was sagt die 0 zu 8? Schicker Gürtel. Egal wie dicht du bist, Goethe war Dichter. Toll. Wie nennt man eine Gruppe von Wölfen? Wolfgang. Das ist doch... Den kann ich dir auch aus dem Stegreif sagen. Du bist. Was ist rechtlich geschützt und schwimmt im See? Da auf dem See. Entschuldigung. Loch. Kommst du drauf? Ness. Nee, eine Patente. Naja. I tried. Sie, da wo ich herkomme, gibt es nur gestampfte Kartoffeln. Er, kommst du etwa aus den Pyrenäen? Ja, stark. Tage, an denen man plant, Bananen zu essen, nennt man Bananenplantage. Wie nennt man einen alten Schneemann? Der Tumor? Schmolzen. Pfütze. Was steht Weihnachten im Wohnzimmer und ist kaputt? Meine Oma. Nee, du kommst drauf. Was steht sonst so Weihnachten? Ja, die auf wahrscheinlich, weil sie die ganze Nee. Sag mal, was schmückt man auch an Weihnachten? Ein Weihnachtsbaum. Und was ist das für ein Baum? Eine Tanne. Ja. Und wenn das kaputt ist? Eine Panne. Jo, der Pannenbaum. Das ist stark, oder? Ich weiß. Ich schick dir... Oh mein Gott, es geht immer weiter. Ich schick dir die nächste Doppelseite. Ach du, wir machen Speedrun. Mhm. Es geht gleich los, liebe Final-Menschen. Wie nennt man einen dünnen Weihnachtsmann? Otto. Nikolauch. Was lernen kleine Weihnachtselfen in der Schule? Geschenkepapier. Das Alphabet. Mhm. Was hat man, wenn man Glühwein zu heiß trinkt? Eine verbrannte Zunge. Gebrannte Mandeln. Okay. Was hat der Weihnachtsmann für seinen Schlitten bezahlt? Nix, der ist geleased. Nichts, ging aufs Haus. So, dann bist du... Ja, bitte. Warum bezahlt der Weihnachtsmann seine Rechnung nicht? Alle seine Konten sind eingefroren. Was oh mein Gott. Was ist eine Frau mit gewissen Vorlieben für Weihnachten? Keine Ahnung. Dominasteine.
Was hat Santa Claus, wenn er in einem... Der war echt schlimm, das ist funny. Was hat Santa Claus, wenn er in einem Kamin stecken bleibt? Er hat Verstopfung. Klaustrophobie. Das ist... Nee, wohin das darf man nicht sagen. Wohin geht der Weihnachtsmann im Sommer? In den Nordpool. Tarek, ich möchte dir auf die Fresse hauen. Wieso ich? Du hast 18,90 Euro für die Scheiße bezahlt. Wenn der Weiner, hör zu! Hör zu jetzt! Hörst du zu? Ich hör zu. 13 Euro. Vielleicht auch 14, ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn der Weihnachtsmann ein Gefängnis besucht, was sagt er dann zu den Insassen? Ho, ho, ho. Verlies Navidad. Den hatte ich in einem anderen Sprüche-Adventskalender auch schon. Funny. Was ist das beste Weihnachtsgeschenk? Eine kaputte Trommel ist einfach nicht zu schlagen. Welche Sprache spricht der Weihnachtsmann? Nee, das ist, oh mein Gott. Nordpolnisch. Mhm. Mhm. Ist schwierig. Weihnachten ist wie ein Tag im Büro. Du hast den Stress und der dicke Mann im Anzug bekommt die ganze Anerkennung. Ja, cool. Die kommen aus Berlin. Ach so, doch, ja, okay. Aus dem Imkerweg, die Wichser. Entschuldigung, das ist toll, wirklich mega lustig. Dankeschön. Sind wir durch etwa, oder was? We did it. Da muss ich mal wirklich einmal klatschen, Alter. Sind alle Leute noch im Chat da? Seid ihr noch hier? Ich glaube, wir haben Verluste zu verzeichnen. Nein, seid ihr noch wach? Lebt ihr noch? Habt ihr euch schon irgendwie mit eurem Toaster in die Badewanne gesetzt, oder? Seid ihr noch hier? Seid ihr noch ready? Seid ihr noch heiß? Das ist nämlich gut. So, puh. Ja, vielen Dank. Ich habe natürlich nicht drauf gezahlt, sondern Square Enix haben das Ganze hier gesponsert. Deswegen steht hier unten auch Dauerwerbesendung. Wir springen gleich in Final Fantasy XIV. Da kommt bald das neue Add-on. Final Fantasy XIV Dawn Trail. Die Erweiterung zu dem größten MMORPG der Welt. Man darf es jetzt offiziell sagen, Tarek. Ist das zu fassen? Ich brech ins Essen vor Freude. Oder? 10, und das ist... 12. Wie lange spiele ich dieses Spiel schon? I don't know. Viel zu lang und trotzdem immer noch Spaß, du. Aber jetzt darfst du es sagen. Und der Fun-Part ist, dass es eine Kooperation aktuell gibt mit Fall Guys zusammen. Da kann man ein bisschen Minispiele machen. Das heißt, wenn ihr Final Fantasy XIV noch nie gesehen habt, bleibt dran. Es wird gleich funny. Und wir werden uns... Auf jeden Fall lustiger als dieser Dad-Joke-Kalender. Das wird jetzt... Also wir haben auch noch den Pups-Adventskalender. Den packe ich auch noch aus, ne? Also zwischendurch. Und wenn ihr mir nicht glaubt, ich mache jetzt weiter. Ich hole den mal kurz. Please, no. Lass ihn einfach liegen. Jedes Mal, wenn du mich nervst, Tarek, packe ich ein Türchen aus. Und ich muss sagen, jetzt nervst du mich gerade besonders. Warum? Ich habe es nicht gemacht. Wir sind beim Nikolaus. Hör mal zu jetzt. Wie, ist das der Furz vom Nikolaus? Ist das der Original-Furz vom Nikolaus? Warum sieht denn Nikolaus vor der Tür so komisch aus? Weil als er Geschenke bringt, ist von drinnen ziemlich stinkt. Hör zu. Ich weiß nicht, ob du das hörst. Ne, warte, ich mach mal kurz das Video laut. Findest du das gut, Chat? Klingt wie so ein richtig klassischer Nikolaus-Furz. Also muss ich auch sagen, da habe ich direkt irgendwie auch Lust auf Nikolaus. Da so jetzt ein Zimtkipferl, da habe ich schon Bock. Das ist krass, Alter, wer kauft sich so einen Scheiß? Puh, bist du schon bei uns in der Gruppe? Yes. Bist du wirklich? Yes, also ich bin in der Allianz, aber in einer anderen Allianz. Ach so, okay. Ja, dann. Als wie du. Ich bin ready. Also wenn einer von euch noch mitzocken will, erster Link in der Beschreibung. Gönnt euch das Game, gibt eine kostenlose Testversion, kann man Ewigkeiten dran rumzocken. Ich hab, ich hätte wahrscheinlich meine ganze Final Fantasy XIV Karriere innerhalb der Spielzeit der Testversion machen können, weil du kannst bis Stufe 70 mittlerweile zocken. Korrekt, bis zum zweiten Add-on. Ah ja, du bist ja jetzt richtig begeistert. Soll ich dir noch einen Pups abspielen? Bitte nicht. Nee, die sind hart cringe, Alter. Nein, die sind hart. Nicht noch ein Furz. Was macht denn ihr jetzt da hinten? Das ist ein Fenster. Das ist jetzt die Illusion gebrochen. So. Was ist da bei dir? Da ist ein bisschen was passiert. Das habt ihr nicht gesehen, zum Glück. Stehen schon wieder Spanner vor dem Fenster. Hier ist, bei mir schneit's wirklich, muss ich sagen. Janice, einfach 22,99. Ich hab den wieder drinne. Ich hab den wieder drinne, Tarek! Geil! Der ist wieder drin. Oder was? Nee, das Geld ist drin. Muss ich irgendwas machen? Ach so.
Ich weiß nicht, wer ist denn, wer hat denn hier den Party-Lead? Ich glaube, die gute Kira bei mir. Sollen wir mal in den Stolperwillplatz reingehen, oder was? Ja, lass doch einfach mal da rein. Lass doch einfach mal da rein. Let's go. Was muss ich machen? Mit der Wache davor sprechen. Oh mein Gott. Mit Y, meinst du? Ja, mit Y? Ich hatte so ein klein wenig Augenkrebs hier drin, aber nein! Okay, finde ich. Nein, ihr versteht das nicht. Warum sagst du das jetzt? Ich finde, also die Final Fantasy Optik ergänzt sich halt extrem gut mit der Fall Guys Optik. Also wenn eine Sache gut zusammenpasst, dann das. Das ist wirklich der Wahnsinn. Aber die Musik ist lustig. Ich weiß nicht, wie gut man die hört bei mir, aber ja, die ballert. Ich habe auch Ewigkeiten kein Fall Guys gespielt. Also es ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt, um anzufangen. Ich habe auch schon sehr, sehr lange kein Fall Guys gespielt. Und ich habe es auch erst einmal hier geschafft, mir die Krone zu ersnatchen. Geil, Optik, ja. Optik, Schmoptik hier. Stolperwill. Muss ich jetzt was tun? Ich gehe mal zu Frauge. Ich frag mal nach. Frauge! Ich gehe zu Frauge. Bestätigen. Dann könntest du die andere Frage. Ah, ja, da. Ah. Hallo? Warte mal, aber ich kann da nicht rein. Kann ich da rein? Kann ich zum Sprechen einladen. Ihr könnt auch selber zum Sprechen. Hallo? Genau. Hi! Oi, toll. Da sind die zwei Menschen. Gibor und Frauge, die hier alles organisiert haben. Vielen Dank schon mal. Und dann noch an Martin. Noch ein paar mehr. Ja, im Hintergrund noch ein paar mehr, ich weiß. Ich habe jetzt nur euch gesagt, Scully ist auch am Start. Martin hat ganz viel gemacht. Ich weiß doch, ich meine euch doch alle. ja, muss ich irgendwas tun? Ihr müsst sagen, wenn ihr alle ready seid, dann melde ich uns an. Also ich wäre richtig krass dann ready. Los. Dann müssen wir die Gruppensuche beenden. Hm? Ausmachen. So. 14 Leute sind dabei und... Ach fuck, wir müssen doch 24 voll sein, wenn wir das so machen wollen. Ach Mann. Aber können wir als kleiner Trupp uns anmelden oder geht das auch nicht? Ja, ja, wir dann müssen wir als kleinere Gruppen müssen anmelden. Müssen wir jetzt ganz viele kleine machen? Ja, dann lösen wir mal das auf. Dann wäre das sinnvoll, wenn ich mit Tarek in einer Gruppe bin. Ja, ich sammle gerade Tarek schon ein. Nice. Wo ist Leonie Puls? Cool. Alles perfekt vorbereitet. Funktioniert super. Das ist in Ordnung. Will ich habe gerade so viele. Hier hochkommen? Da können wir hier alle zusammen hocken. Ich werde ihm Bescheid geben, weil ich glaube, das hat jetzt ein bisschen Delay, bis er das mitkriegt. Ja. Warte. Ich lade jetzt einfach random Leute ein, die hier davor stehen. Jo. Und die, von denen ich die Namen angezeigt bekomme. Hey, Süßmaus, wir können auch oben in den Stream-Chat gehen. Ja, let's go. Geladen werden. Oder sich zusammenfinden. So. Ihr müsst. Auf jeden Fall können wir. Wie Crystalline Konflikt, das dann wahrscheinlich ist auf wie Sekunde genau muss man es schaffen, sonst ist man. Anders gecued, oder? Kann ich ihn da reinziehen? Ich hab keine Ahnung. Celine lädt ein. Wer eingeladen werden will, ab zu Celine. Wo auch immer sie rumsteht. Weil Tarek komisch ist. Ja, ich kann Tarek hier nicht in diesen, Tarek. In diesen. Und ich frag mich vor allem, warum Malte aus dem Stream Talk rausgegangen ist. Gute Frage. Mein YouTube spinnt auch vollkommen cool. Der Malte möchte reden? Ich glaube, Malte, du kannst doch direkt auf die Bühne kommen. Ja, nee, ich bin direkt auf die Bühne. Das ging. Ich bin kannst zwar Admin von meinem Server, aber ich darf das nicht. Aber ihr könnt mal Tarek hier reinziehen, weil ich krieg das nicht hin. Ich bin nicht begabt. Ach, guck mal. Hallo, da Tarek. Ist er doch. Hallo, Salü. We did it. We saved the world, Leute. Yes. Es kam gerade die Frage, ob man jetzt mit seinem Final-Charakter Fall Guys spielen kann. Nicht so richtig, aber es gibt ein Koop-Event, dass man das quasi Fall Guys Minigames in Final zocken kann. Fall Guys so mit 5 Maps. Na, aber halt in Final. Zwei verschiedene kommen. In Final, ja. Ja, und in Fall Guys gibt es jetzt kleine. Das ist ein Kollaborations-Event, genau. Da gab es Skins quasi für deinen Charakter. Ja, du konntest da irgendwie als Schokobo rumrennen, wenn ich es richtig gesehen habe. Und als andere Figürchen aus dem Game.
Jo, und den Goldsaucer kann man echt ziemlich früh freischalten. Also das ist so ein bisschen, da habe ich, glaube ich, 90% meiner Final-Zeit reingesteckt. Ich würde jetzt mal schätzen, nach so 2, 3, 4 Stunden oder so bist du hier. Ja, je nachdem, wie schnell du durchziehst. Ja, ich bin halt Slow-Mode, so, ne? Je nachdem, ob man die Story überspringt oder nicht. Sie. Ich habe übrigens noch einen Fuck-Adventskalender. Ich weiß nicht, was da drin steht. Auch noch. Chuck Norris hat am 15.12. schon alle Geschenke. Das klingt doch schon so dumm. Oh, Scheiße. Nein. Das hört doch nicht auf für heute. Nee, hier. Also den finde ich optisch, den habe ich geschenkt bekommen. Deswegen ist das jetzt hier nur on-top-Content. Da hatte ich aber jemanden besonders lieb, wenn man dir das schenkt. Mhm. Ja, aber da sind auch so kleine Minispiele drin. Ganz kleine. So, dann melden wir mal mit unserer Gruppe an. Ich hoffe, die anderen sind auch alle bereit. Es geht los. Teilnehmen. Ich habe das noch kein einziges Mal gespielt, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Ich habe das einmal so viel gespielt, dass ich ein Reittier bekommen habe. Danach nicht mehr. Ein Reittier. Nice. Es ich gibt ein Reittier. Einmal, was, wie lange haben wir das gemacht? Ich glaube, 6 Stunden am Stück on Stream. Oh Gott. Geworden. Ich konnte nicht das mehr. Das glaube ich. Tari, ich habe dir mal die 1 gegeben, damit ich dich besser sehe. Oh, ich bin Dreieck, danke. Malte hat das Danger Dorito. Ich bin Danger Dorito, danke. Ich bin der Hot Chip quasi. Genau, wir müssen jetzt ein paar Sekunden warten, bis wir. Oh, steht ja oben, oder? Mit unserer Runde losreden, genau. Ja, das kannst du schon mal aufwärmen. Ja. Ist das hier? Achso, nee, wenn ich kann. Wenn du nicht aufgewärmt da reingehst, hast du die. Ja, ich streck mich schon mal. Gezerrung holen. Jetzt hör mal auf, warum nimmst du das so ernst auf einmal? Nonochan-P-Pitcher. Wenn du 100 bekommst, du. Uiuiui, da kriegst du einen Titel, ich sag's dir. Ich habe 1 von 100. Naja, da musst du ranklotzen. Heute ist das hier. Das stimmt gar nicht. Geht's ich hab los? Gelogen, ich hab 2 von 100. Das ist ja das quasi alles schon geschafft. Ist so, das war also nicht Zufall, sondern Können. Weil einmal ist ja Zufall, zweimal ist Können. Haben wir das jetzt hier? Geht los? 3, 2, 1, ja, Alter. 1 Sekunde, let's go. Nö, 10 Sekunden. Und nochmal 10 Sekunden. Das ist so. Jetzt nochmal die Schonfrist. Zusatzzeit. Genau. Ja, verarscht, doch nochmal 10. So, also die Gewinne wurden angepasst, weil wir nicht voll sind. Das ist in Ordnung. Qualifikation. Weiche den Hindernissen aus und erreiche das Ziel. Okay. Genau. Rundenende, sobald sich genügend SpielerInnen qualifiziert haben. Spielende. Spielende. Ja. Spielende, bye. Okay, bye. Okay, also wer mich nicht kennt aus Final, ich bin sehr geschickt. Na, auf jeden Fall. Zuckerfee? Nee, doch. Ich bin eine kleine Zuckerfee. Zuckerfee? Die kleine Zuckerfee. Warum bin ich denn jetzt eine Zuckerfee? Wo lang gehst du? Links oder rechts? Immer gegeben. Links. Bis jetzt habe ich es geschafft. Dass er die Kackefee ist. Warum habe ich hier so einen Pfeil? Weil das du in die Richtung, wo sehen. Der Pfeil zeigt. Bye! Nee, macht ja nichts. War schön mit dir. Ich fall da nicht runter. So, da ist jetzt einfach nur hier Action. Einfach mal durchlaufen. Abpassen. Weiter geht's. Ich bin kein Fan von diesen Teilen, ne? Ich sag's wie. Ei! Oh mein Gott, ja, das war klar. Wir machen einfach laufen. Alter, was. Wer ist. Ui, das ist doof. Wah! Oh, der kickt mich. Fuck! Okay, aber das ist nur. Ich muss nur das letzte Minispiel hier wiederholen. Das ist natürlich jetzt hier auch Brain Damage, was ich hier von kriege. Das ist krass. Nee, den Wirbel, das hittet mich schon wieder. Fühlst du nicht? Das, den fühle ich hier gar nicht. Das letzte, ich guck nur zu, glaube ich. Dabei ist das Schlimmere gar nicht mal das hier, finde ich. Ich finde das ich mit find den das, oh, das hat mich, Händchen viel schlimmer. Oh mein Gott! Du schaffst das, Leonie! Gegner. Okay. Lauf, Leonie! Oh, das trifft Charge. Mich. Charge! Hä? Wie bin ich denn da durchgekommen? Wo
verdammt, ich wollte mit mich viel Gefühl. Ach, jetzt habe ich hier richtig Slow-Modus. Das ist natürlich cool. You can do it! You can do it if you really want. Okay, da kommt ein Schneeball. Oh, nee. Hier, let's wir machen. Go. Machen so. Let's zack, zack, zack. Go. So. Ey, bin ich der Zweite? Nee. Bin ich der Letzte? Ich, Platz 9 und 10. Das macht gar nichts, Alter. Wirklich. 9 nehme ich. 9 nehme ich. Ich war 9, du warst. Ich nehme auch 10. Ist okay. Du bist doch nach mir angekommen, hör auf zu lügen, woher sollst du sonst wissen? Warte, du bist schon wieder nur am Lügen, Mensch. Ich finde, Lügen ist mein Hobby, Alter. Was willst du? Gibt's da nicht eine Serie von dir? Das ist nicht wahr. Mein Alternativ heißt, Alter, da lüge ich auch nur die ganze Zeit. Muss ich was drücken oder warten wir noch? Fakten. Nee, wir warten, bis jetzt noch 4 Leute reinkommen oder 30 Sekunden abgelaufen sind. Ach du Scheiße. Es sind wirklich Leute schlechter als ich. Ja. muss man auch dazu sagen. Hier, Lukas. Scully läuft einfach dahin. Scully, go! Ich glaube, der spielt nur mit einer Hand. Ja! Jawoll, siehst du mal. Wirklich auf die. Was denn? Weißt du, wie die Leute mit mir reden hier? Keiner hat mehr Respekt vor mir. Ich bin hier für die gute Stimmung. Das stimmt. Ich bin hier für die Jokes. Ich habe noch einen Motivations-Adventskalender, also den könnte ich nachher auch noch aufmachen. Das ist ein Glas, da stehen so Aktivitäten drin, die man machen kann, um sich besser zu fühlen. Warum ist Tarek so sympathisch? Bin ich nicht. Du kennst mich nur nicht richtig. Du kennst mich nur nicht richtig. Oh, Qualifikation. Weiche Typhons Wirbelnieser aus, ohne zu fallen. Okay. Wirbelnieser. Och nein, das heißt, ich bin sofort raus, wenn ich raus bin. Ja. Nee, das ist schwierig. Das, ihr versteht nicht. Ich check gar nichts. Du musst quasi einfach ausweichen. Laufen und ausweichen. Laufen und ausweichen. Das sind zwei Sachen gleichzeitig. Ich habe einen Single-Core. Bei mir passiert da nicht viel. Du kannst auch stehen bleiben, ausweichen und dann weiterlaufen. Du kannst auch in die Gegenrichtung laufen. Don't do it. Das ist auf jeden Fall gutes Training für Raids, wenn du mit ich merk das schon. Machen willst. Oh, da ist jemand gefallen. Oh, da ist noch jemand gefallen. Das ist aber unangenehm. Nee, also hier wird nicht gefallen, muss ich sagen. Ich hab gesagt, dass ich gut hier drin bin. Eigentlich hast du das schon gesagt. Du hast gesagt, ich bin so ultra gut. Hat sich so angehört, oder? Ja, ich hab das auch gehört. Qualifiziert. Ich habe 129 Stücke irgendwie Marmelade bekommen. Lieb ich. Marmelade. Das ist die Währung, von der du dir dann Zeugs kaufen kannst. Da gibt es ein Reittier, Klamotten, eine Gehirn-Nacktschnecke, Kronen. Warte mal, erreiche als Erster die Krone. Ja. Ja. Let's go. Jetzt musst du gewinnen. Leute, wir können uns darauf einigen, dass ihr mich gewinnen lasst. Nein, als dachte ich mir, dass der Respekt ist weg. Ich merke das schon. Hardcore-Competitive. Ich hau euch alle an die Wand. Wow, Alter. Seit wann bist du so? Ich hab das beim Eierlauf, beim Fanfest gemerkt. Da hast du keinen Spaß verstanden. Du hast gecheatet. Bei einem Eierlauf. Ich kann das nur wiederholen. Am Cheaten, wie du einfach. Du musst mal überlegen. Bei einem Eierlauf. Wer cheatet denn bei einem Eierlauf? Ja, ganz obviously du. Ja, ganz obviously laberst du mal wieder Müll. Auch ich bleib jetzt hier mal eine Runde stehen, oder was? Oh, ich bleib hier mal eine Runde stehen, oder was? Ich werd hier weggebombt, Alter. Ja, Sam, ich bomb mich mit dir mit weg. Okay, also ich glaube, ich werd nicht Erster. Nee, ich glaube, ich werd nicht Erster. Leute, ist jetzt verwunderlich, aber ich glaube... Kopf an Kopf hier vorne. Ja, au! Ein der springt, Sieg! Ich bin nicht so weit gekommen. Ausgeschieden. Das habe ich heute Morgen zu meinem Code auch gesagt. Runde beendet. Ich habe nichts raus. Deshalb habe ich gelogen. Ich sag doch, Lügen ist mein Hobby. Quiche Lorraine hat gewonnen. Das ist ein sehr schöner Name. Muss man auch mal einmal klatschen. Klatsche bitte. Ein kurzer Applaus. Danke, reicht auch. Nee, war doch nice, Alter. Da, MGP wurden auch noch abgesahnt. Glaube ich. Yes. Verlassen. Und du hast die neue Währung, also diese Eventwährung bekommen, der du dir ganz tolle Sachen kaufen kannst. Sind die wirklich toll oder sagst du das nur? Na, wir müssen hier nicht lügen. Ich hab das Outfit an. Bist du hier der Kleine oder was?
Das bist du? Das kleine Kaugummi oder was? Was für ein kleines Kaugummi? Was willst du? Warum? Woher hast du? Seit dem Pen and Paper. Hier, guck mich an. Da. Ich stell mich extra auf die Bühne. Das kann ich haben. Ist schon eindrucksvoll, muss ich sagen. Die Krone ist cool. Qualifizierter Comment aus dem Off. Die Bohne ist Tarek. Richtig. Sehr gut. Excuse me. Ja. Also ich würde da nochmal machen, ne? Ich bin heute hier, um Fall Guys zu spielen. Dann legen wir Final Fall Guys los. Final Fantasy 14 Fall Guys. Das haben die doch einfach nur deswegen gemacht, oder? FF. Fall Guys Fantasy. XEVF. Also 14 schreibt man in meinem Kopf halt auch mit F, deswegen ist er. Boah, jetzt sind wir die Ersten in unserer Instanz hier. Nee, ne? Nee, man kann in dem Spiel übrigens auch ernsthafte Sachen machen, ne? So Dinge wie sein Gildenhaus schmücken und Chocobo-Rennen machen. Und was kann ich noch sagen, was Nils triggert? Stimmt. Man kann die Insel! Freibriefe machen. Wir haben eine Insel, man kann auch sich ein bisschen. Ja, man kann auch Spielsachen machen. So Dungeons und große Drachen besiegen und so einen großen Wal. Die Kaktor-Kletterwand besteigen. Siehst du, das sind die richtigen Sachen. Ja. Du kannst auch Mahjong spielen. Ey, wirklich, Call is Call, wir machen noch ein komplettes Mahjong-Spiel, ne? Okay. Heute? Nee, auf der Abenteurer-Gilde machen wir es. Mahjong? Achso. Ja. Wir können Mahjong. Ich bin Mahjong. Der Südwesten. Windweiße Drache Jade. Nachdem wir, ich habe schon wieder vergessen, ich weiß nur, dass wir es falsch rumgespielt haben. Ich dachte, ich muss das legen, aber ich hätte auch. Ja, du hast auf jeden Fall irgendwie. Und was nicht alles. Du hattest eine Strategie, aber du hast sie falsch rum gemacht. Richtig. Und wir haben immer irgendwas gecallt. Irgendwie Kli oder Chi oder sowas. Ja, keine Ahnung. Aber das machen wir noch. Ich habe an das Herz der Steine geglaubt. Wir könnten ja mal, wir machen einen Pen and Paper, aber es ist im Pen and Paper spielen wir eine Runde Mahjong. Aber die ganze Zeit in Character. Oh Gott. Das ganze Leben ist ein Handel, was soll ich sagen? Real Life Mahjong spielen? Nee, wir spielen In-Game Mahjong. Aber wir tun so, als würden wir es im Real Life machen. Okay. Aber das Real Life ist Final Fantasy. Hast du das verstanden, wie viele Ebenen das jetzt hat? Mit Würfeln, ja, also spielt nämlich richtig Mahjong, das wisst ihr nicht. Deswegen bin ich da drin. Okay. Okay, cool. Deswegen ist das ja Maltes Ding. Kletterwand ist auch nur was für Leute, die auf Schmerzen stehen. Was lese ich da im Chat, Alter? Woher der Hass, Chat? Weiß ich nicht, Alter. Der Chat. Naja, wir haben uns gerade fast eine Stunde lang Dad-Jokes vorgelesen. Also ich finde schon, dass man sagen kann, dass wir auf Schmerzen stehen. Ja, okay, ich weiß, woher der Hass kommt, Chat. Warte mal, stimmt, du nervst mich. Das bedeutet ja eigentlich, ich hab hier noch... Warte mal, du nervst mich. Furzi Pups mal Kekse backen oder ein Geschenk auspacken. Kann er beides gerade, denn es ist wieder Weihnachten. Was? Das hat sich nicht gereimt. Ich lese es, ich lese vor, was hier steht. Weiche den Hindernissen aus und erreiche das Ziel. Okay. Rein. Ich hab sogar schon ein Final Fantasy Pen and Paper gespielt. Weil ich gerade gelesen habe, das kommt bald eins. Ja, und wir haben schon ein selbst erfundenes gespielt. Selbst erfundenes? Ja, oder hast du jetzt den V4 Pixeln aber auch ihre Lorbeeren abgenommen, ne? Brutus. Ich habe ja nicht gesagt, dass wir das erfunden haben. Oh, ich habe vergessen loszulaufen. Warte, ich bin rausgetappt. Ihr müsst alle noch warten. Einmal warten. Warte doch mal. Nee. Nein. Wie hat mich das nicht getroffen, Digga? Hab ich. Opportunisten. Du bist einfach nur ein Arschloch. Yes. Ich schaff das. Hallo. Hallo. Ja, das ist nämlich... Hallo. Oh, kacke. Oh mein Gott, das ist ja rutschelig. Das ist ein schwieriger Debuff, muss ich sagen. Ich schaff das. Okay. Chat? Es wird leider Gottes immer schlimmer hier. Können wir uns bewegen, bitte? Danke. Okay. Was kriege ich hier? Ich habe eine Explosion bekommen. Ist das? Oh! Das sind Beschleunigungsbomben. Das ist ja cool. Das ist ein wundervoller. Ne? Hä, muss ich da jetzt rückwärts reingehen oder was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, es hat geklappt! Es hat geklappt! Hä, was? Yes. Ich bin hell auf begeistert. Es hat was geklappt. Ist denn das? Was ist denn das für ein scheiß Debuff? Ich hasse es. Oh mein Gott! Ich bin Nummer 2 im Ziel.
Malte, wo bist du? Und ich Nummer 3. Los. Ich bin ins Loch gelaufen. Was ist mit dir? Hast du keinen Spaß? Ich hab. Hör mal auf, Alter. Wie du am Haten bist. Also den. Ich am Haten. Den Pfeil fühle ich nicht. Ich bin über der Uni. Verstehe ich gar nicht. Der ist doch wunderschön. Oh, Scheiße. Warte. Ich bin ins Loch schieben lassen. Ja, ich bin dabei. Jetzt, lauf, lauf, lauf. Bleib doch nicht stehen. Lauf. Du musst nach vorne drücken. Juhu. Das war doch mega easy, Alter. Was ist hier? Warum ist das despawned? Verschwinden. Ach du Scheiße. Oh. Naja, gut, dass ich da hatte. 7 von 7 Qualifizierungen. Ich war wirklich auch der Letzte, ne? Ich war echt das Letzte. Ah, Scheiße. So. Gut, Tarek hat mich genervt. Da muss ich dann mal jetzt auch... Du nervst mich gar nicht. Über den Rundenstart verpasst. In der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Furzerei. Also das Backwerk würde ich dann nicht mehr essen. Aber ich verkaufe das für 26 Euro. Das sind wirklich Genies. Kapitalistenschweine. Das ist krass. Achtung, es geht los, Malte. An die Tastatur. Ich bin ready. Das letzte Mal habe ich das auch easy gemacht. Es darf nur einer ausscheiden. Der erste, der fliegt. Ah, der fliegt. Verloren. Ganz richtig. Ich habe den Satz nicht zu Ende gedacht. Ist okay. Ist in Ordnung. Alles gut. Ich beende dir die Sätze, wenn du willst. Danke. Gerne. Oh mein Gott. Warum laufe ich so risky? Ich könnte doch einfach jemand anderen fliegen lassen. Ich möchte nicht als Erster raus. Wirklich ganz ehrlich. Das wäre echt eine Schande. Naja, der erste. Ah. Qualifiziert. Hey. Ich hab's geschafft. Ich bin einfach so ein guter Gamer. Zweimal ins Finale geschafft. Ich bin's Revinzeit und ich bin Gamer, Alter. Ich habe das Gott-TB in den Haaren, ich sag's euch. Sieg erreiche als Erster die Spitze. Ja! Jetzt dieses Mal wird's das. Das letzte Level ist immer gleich. Ja, und stimmt, das war gerade was anderes. Verschiedene, die sich abwechseln können. Sie. Ich find's actually funny. Aber das bleibt nicht der Modus, ne? Das muss man jetzt machen. Nee, der kommt immer mal wieder. Also es ist dauerhaft, aber der macht auch mal Pause. Der macht mal Pause. Ja, okay. Ja, der muss ja auch mal, ne? Muss ja mal durchfegen, einmal alles. Ja, klar, irgendjemand muss hier den Takeshis Castle wieder aufbauen. Eben. Desinfizieren. So, diesmal laufe ich auch nicht als Letzter los. Okay. Das. Da wird einfach ganz schön zackig. Oh, wow. Durch die Mitte gelaufen. Let's go. Au. Alter, erzähl doch nicht, dass mich das getroffen hat. Das ist doch gelogen. Whee! Nein. So. Lass mich vorbei. Oh, das war der Erste. Bam, bam, bam. Ah! Und das war's mit Baltes Führung. Scheiße. Und verloren. Nein! 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 Ich war so knapp! Das war aber sehr knapp! So ein Müll! Das war sehr knapp. Ich bin richtig durchgegrindet, Chat. Habt ihr das gesehen? Oh. Ob das klappt? Hey, Malte, Leni, ja, hallo. Die sieht fast so aus wie meiner. Ist doch gut. Da, ja, muss man klatschen. Man muss ja auch fair bleiben. Hier wird geklatscht bei uns. So. Guck mal, du hast immerhin auf dem zweiten bis siebten Platz geschafft. Okay, warte, ich habe hier noch was auch noch ein Kalenderchen. Da habe ich noch ein Türchen für dich. Willst du hören? Ja, mach. Klar, ich muss nur suchen, wo es ist. Welches hatten wir gerade? Die 8, ne? Dann machen wir jetzt die 9. Oh, was liegt da in der Luft? Kekse, nein, ein anderer Duft. Aber es war kein Sound drin, deswegen machen wir weiter. Ach krass. Ah, die haben nicht mal alle einen Sound. Das sag ich ja, 26 Euro, aber du kriegst nur 12 Sounds. Hä? Wer leckt aus. Ein richtiger Scam. Wer leckt aus die Schüssel hier? Rüdiger, das Rüsseltier. Oh Gott. Ist eine andere Gruppe da? Schade. Das ist echt. Das ist hart schäbig. Da sind sie wieder. Das ist wirklich schäbig, Alter, wirklich. Das darf man seinem Kind nicht. Also ich mache ja hier auch The Lord's Work. Kauft euch das nicht. Ich kaufe es mir dafür, dass ihr das nicht kaufen. Kind einen Fuchskalender kaufen. Warum hast du ein Kind, von dem ich nichts weiß? Du zahlst jeden Monat Alimente dafür. Ich?
Wie geht denn das jetzt genau? Weiß ich nicht. Achso. Ja, gut zu wissen. Ich soll hier nicht anzünden. Ich darf hier nicht mit Feuer rumspielen, wurde mir gesagt. Ich weiß auch nicht, ob so schlau ist, ein Furzkala da mit Feuer anzuzünden, so, weißt du? Funny, weil das ist Methangas und dann explodiert das. Ich hab heute einen TikTok gesehen, wo sich ein Typ Babypuder auf dem Popo gemacht hat und dann hat er gepupst und dabei lief Let It Snow im Hintergrund. Und ich muss sagen, ich bin seitdem ein bisschen, geht's mir nicht so gut. Bist du angetan von der Idee, meinst du? Ich find's funny, so. Ich würd's bei, also wenn Janine jetzt so um die Ecke kommt und das läuft, so im Real Life ab, das fände ich lustig, aber so irgendwie auf meiner Timeline habe ich's nicht gefühlt. Jetzt habe ich Bilder im Kopf. Frauke, schnell meld an, bevor er weiterliest. Und da war mal der Erste. Da tut man schon so viel für dich. Was soll denn das? Elisabeth ist runtergeflogen bei Typhon, deswegen. Hat die das extra gemacht? Oh no. Das weiß ich nicht. Ja. Ich habe auch extra als Erstes verloren, damit du... Ach so, natürlich. Das würde ich jetzt auch immer sagen. Ich bin auch immer extra schlecht. Also, ich habe keine Rücksicht genommen. Doch, Tarek, so kennt man dich. Wir haben übrigens auch einen Command für Tarek. Also wenn ihr mal auschecken wollt, wo er sein Unwesen treibt, dann... Nicht ich glaube, treibt. Ausrufezeichen Tarek. Quality Time auf Twitch findet ihr. Da siehst du Quality Time, da ist es doch. Warum ist denn jetzt... Yeah. Jetzt ist Jonas da? Wenn Jonas da ist, kriegt er einen Pups. Warte. Oha. In sein Gesicht. Scheiße, aber ich muss schnell sein. Was hat er? 11 oder 12? Wo waren wir? Wir waren bei 9, oder? 9 hast du doch gerade aufgemacht. Weiß ich nicht, aber es geht ja schon direkt weiter. Oh Gott, ich krieg das nicht auf. Oh oh. Warum sind die Kekse leer? Tja, frag mal Rüdiger. 3, 2, 1. Oh, Rüdiger hat richtig einen Rülps. Okay. Das ist wegen dir, Jonas, ne? Ich will nur sagen, der Delay hier geht krass auf deine Kappe. Ja, ja, mach mal hier. Mach mal nicht jetzt so böse Sachen. Zack, zack. Ah, fuck, Pisse! Was? Oh mein Gott, guck in den Stream. Tarek, das war illegal, was bei mir passiert ist. Ach du Scheiße, ich hab nichts verdient in meinem Leben. Das auf gar keinen Fall. Doch, das würde ich jetzt so nicht sagen. Oh mein Gott, ich... wirklich, das, was Jonas mir angetan hat, sieht man hier gerade. Ich... Nein! Okay, das war ich selber. Ah, Scheiße, ich schwitze so doll. Ich hasse diesen Debuff auf den Dingern. Was? Verstehe ich gar nicht. Ich laufe einfach durch. Das war wundervoll. Hui. Aua. Nee, nee, nein. Nee. Nein! Scheiße. Okay, God bless. Jetzt nicht der Müll, das ist wieder meine Bombe. Die Biberbombe. Bei der musst du stehen bleiben, sobald die abläuft. Okay. Dann geht die nicht hoch. Also bevor sie abläuft. Ja, ich hab... Im besten Fall, ja. Ne? Ja. Wenn sie bei 1 steht und die sich umdreht. Ja, okay, es hat mich direkt rausgekickt. Ich hasse diese Hand. Wusstet ihr, dass es wegen dem Scheiß mal... Die Plätze und 2 sind vor dir, das schaffst du. Ey, wirklich, das ist so ein Müll. Ich schaff das nicht. Ich schwitze jetzt, weil du das gesagt hast. Das war persönlich. Ich bleib aber hier stehen. Was will es dann machen? Jetzt laufen, jetzt einfach laufen. Ich kann, es geht nicht. Aber halt nicht raus. Ich komm nicht, es geht nicht. Es geht nicht mehr. Ich hab aufgehört zu spielen. Folge meiner Stimme. Okay. Folge meiner Stimme. Tarek, du hast nichts gesagt. Wo soll ich hinlaufen? Ich lauf auch jedes Mal rein. Hä? Was tust du denn? Oh, wieso hat dich das nicht getroffen? Warum sollte es mich immer... Lauf! Oh, man kann gar nicht springen. Man kann nicht springen. Nee. Ich dachte, man kann springen. Ich dachte, ich springe ins Loch rein. Ja. Ey, wirklich, das ist... Jetzt Jonas, guck zu. Zu wissen, Malte, du kannst hier nicht laufen. Springen. Also laufen kann ich auch nicht. Wir machen einfach, ich drück einfach nur noch geradeaus. Ist egal, was hier passiert. Oh, ja! Was? Vorsicht, die verschwenden wieder. Und...
Juhu! Boah, das war wirklich, ich war der Letzte, der noch durfte, ne? Das ist ja richtig asozial. Ihr habt das alle gesehen, ne? Der ganze Chat und ihr auch noch. So peinlich. Alle haben's. Wirklich, wenn Mama mir jetzt eine schreibt auf WhatsApp, dann ich gehe sofort. Schade, ich hätte gerne mal noch die andere Map gehabt. Nicht immer nur hier dieses Mandible-Wirbel. Ey, du, keine Sorge, wir machen noch 15 Runden. Die Geil. Sucht ist da. Wir können auch eine Runde Mahjong spielen. Warte mal, wo bist denn du eigentlich hin? Ich hab dich aber ausgeblendet. Ist okay. Du warst aber weg die ganze Zeit. Und du warst so richtig, du warst richtig lustig. Hast bestimmt noch so ein bisschen Sachen gezeigt in die Cam und so. Ja. Naja. Ist okay. Mach dir nichts draus. 6 müssen rausfliegen, dann überleben wir's. Wer springt freiwillig? Ich werde wahrscheinlich einfach zwischendurch runterfliegen. Du's nicht. Ich bin aber nicht gut da drin. Ich schaffe nur Scheiße. Pokémon. Auf schwer. Habe ich hier eigentlich was von, wenn ich schnell bin, oder? Ja, du musst halt den Wirbel ausweichen und der wird halt auf Dauer immer schneller. Ach so. Passiert hier auch noch was, Alter? Nee. Ich bin weg. Das war krass. Aber sobald... Das war wirklich heftig, Alter. Ob hier noch irgendwas passiert. Nee, weil ich wissen wollte, ob man das schnell machen muss. Zuschauermodus 3? Da kann ich mir das von oben angucken. Das war jetzt wirklich richtig schwierig auch. Wenn noch einer fällt, haben wir es geschafft, Freunde. Bin ehrlich mit euch, ich hoffe, es bin ich nicht. Hauptsache, Elisabeth schreibt noch, es ist etwas passiert. Du blödes Arschloch. Da muss ich auch wirklich sagen, also das meine ich auch persönlich. Aber kann ich da jetzt mitspielen? Nee, ne? Ich kann jetzt nur zugucken. Nee, du kannst jetzt die Kommentatorrolle übernehmen. Ja. Da freue ich mich am meisten nur. Es ist ein Kopf an Kopf rein und da vorne 9! So, meine Damen und Herren, leider bist du bereits ausgeschieden und kannst ja nicht am folgenden Wettkampf teilnehmen. Dein Status wird jetzt automatisch auf Zuschauer gesetzt. Toll! Toll! Wuhu. Du kannst es sogar direkt ans Ziel stellen. Und hier sind wir. Beim Fall Guys Cup in Final Fantasy 14. Unsere Kandidaten sind bereit, sind ready, sind heiß. Wir gucken uns natürlich Pepechan an. Pepechan auf der Nummer 1 sprintet los. Mit seinen kleinen Beinen hat er da natürlich einen kleinen Nachteil. Aber jetzt, links oder rechts, ist die Frage. Schön gewartet. Das ist die Meta. Nicht immer nur drauf los. Auch das Köpfchen mal benutzen, egal wie klein es ist. Mutiger Schritt, da gibt's die Bombe. Oh, Karma, dreimal hintereinander. Jetzt kommt noch das Feld. Das Feld wird gedodged. Oh, krass, Alter. Der kleine Mann, der kann's. Ist natürlich auch ein kleineres Ziel, muss man dazu sagen. Aber für die 1 reicht es nicht, denn da vorne wird schon gelaufen. Tom Turtle kann das schaffen. Tarek auf der geschlagenen Nummer 2. Das war dieser eine Meteor. Ja, wirklich. Also den hast du auch mächtig ins Maul bekommen. Den habe ich komplett kassiert. Ich fand's schön. So macht man es fast richtig. Mhm, ich glaube auch. Wie man es auf jeden Fall richtig macht, ist sich Final Fantasy 14 in der Testversion kostenlos runterzuladen, sich einen Account zu machen, auf den Server Licht zu kommen, unserem Discord zu joinen und dann mit diesen lustigen Leuten, die jetzt alle da sind, aber die man nicht hört, weil nicht alle reden gleichzeitig, haben. Spaß. Juhu. Juhu. Spaß. Ich muss sagen, eine Runde würde ich noch machen und danach machen wir vielleicht noch irgendwas, was actually Final Fantasy 14 Content ist. Let's go. Das kriegen wir hin. Okay. Also ich glaub, andere Gruppe ist hoffentlich da. Andere Gruppe ist da? Ist die andere Gruppe da? Wir können Alu Island machen. Oh mein Gott. Ah ne, können wir nicht, never mind. Ja, Malte ist noch zu klein dafür. Ja, stimmt, wie ich einfach, wie ihr mich am haten seid. Ihr ruft ja auch nicht an und sagt, Malte, wollen wir vielleicht mal ein bisschen Final zocken? Nee, kommt ja nix. Okay. Ja, weil du immer derjenige bist, der keine Zeit hat für uns. Ey, das tut mir auch weh, wenn ihr das so sagt. Das ist aber frech, wenn du keine Zeit für deine Gilde hast. Wow. Ach, das Malte ist ein einmal pro Jahr, rechne nur mit ihm. Siehst du? Deine Privatsphäre respektieren, du. Ah. Ah. Hast du Martin gehört? Er möchte meine Privatsphäre respektieren. Ja, das finde ich das auch nett. Der Tarek kennt sich da nicht so mit aus. Vor allem habe ich Tarek gefragt. Ich mache noch eine Pupstür auf. Ja, komm, hast recht. Ey. Hast recht.
Ich mach jetzt die 11 auf. Ich hab die jetzt gefunden. Lassen? Klar, gerne. Furzi Pups ist echt ein Schätzchen, teilt seine Weihnachtsplätzchen. Dann haben wir jetzt eine 13. Ja, ist mir scheißegal, du kriegst jetzt Furzi Pups Weihnachtsplätzchen und du sagst, die schmecken gut. Mammut hat einen Mund, einen vollen, alles voller Weihnachtsstollen. Ey, das ist so schädlich. Okay. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum. Ich hatte einen schönen Traum. Ich kriegte, was ich wünschte mir, von Furzi Pups ein Kuscheltier. 15. Weißt du, wer mir richtig leid tut, weißt du wirklich, also jetzt mal hands down, die arme Person, die diese scheiß Witze schreiben musste. Oder sie zumindest bei ChatGPT eingeben musste. Die tut mir richtig leid. Mir tut derjenige leid, der dafür Geld ausgegeben hat. Und das war ich. Ich tue mir richtig leid gerade. Furzi, Hixi, Rüdiger lieben Weihnachten so sehr. Ja, sie lieben es wie nix. Hix. Das klingt wie so ein Aufspruch. Ich check's nicht, ist einfach nur ein Hühnersound da drin. Hä? No. Was ein, das ist einfach Müll. Ja, ich muss die 16 noch aufmachen. Weihnachtsmann hat viel zu tun, denn da ist ja Hixi Huhn. Doch was wünscht sie sich verflixt? Man weiß es nicht, weil sie nur hixt. Das ist auch ein Trinkspruch. Also, original so klingt Nico, wenn er zu viel getrunken hat. Das ist so ein Müll. Du drückst da auch wirklich. Ich drücke mir die Fingerkuppen an dem Ding kaputt. Das ist nicht so touch, wie man das erwarten würde. Weihnachtlich zu jeder Zeit Hixi Huhn im Fingerkleid. Ist das alles scheiße. 18. Rüdiger rübst ein Gedicht. Rüdiger, das macht man nicht. Rüdiger, los geht's. The stage is yours. Das war's. Jemand hat 26 Euro dafür bekommen. Musst du dir mal vorstellen, dass er mal Geld drucken. Und ich hab's auch noch, ich hab's finanziert. Draußen vor Walde komme ich her und heiße Rüdiger. Das ist, dir tut derjenige leid, der das geschrieben hat, ne? Mir tut derjenige leid, der die Scheiße lesen muss. Again, it's me. Hey, wer kommt denn angeritten auf dem roten Weihnachtsschlitten? Knacks, jetzt fährt er wohl nicht mehr, schuld daran ist Rüdiger. Weißt du, weil Rüdiger ist das fette Mammut, das ist so lustig. Alter, ich wollte gerade fragen, wer ist denn Rüdiger? Willst du Rüdiger? Daneben getan. Das ist Rüdiger. Musst du mal im Stream, das ist Rüdiger. Und weißt du, was der macht? Ganz witzig. Oh mein Gott, jetzt habe ich Angst vor Rüdiger. Hey, Digga. Rüdiger hat sich leider in den Hosenbund geschissen. Ich weiß es nicht. Ich check hier nichts mehr. So. Gruppe 2 ist ready. Geil. Das heißt, wir können jetzt anmelden. Aber nur, wenn ich ein Gedicht aufsagen darf. Natürlich. Sag ein Gedicht auf und ich drücke währenddessen auf Teilnehmen. Rüdiger lässt sich nicht bitten. Klar, er zieht den Weihnachtsschlitten. Weißt du, Rüdiger ist wirklich einfach der Sklave von denen. Ich glaube, die Lore von Knatterpups hier, der Furzdrache, das ist ganz schön brutal. Knatterpups, der Furzdrache. Furzipups, der Knatterdrachen, wünscht sich so viele Sachen, dass der liebe Weihnachtsmann sie allein nicht tragen kann. Leute, seid ihr ready für den Sound? Ja, das hat sich doch auch nicht gereimt. Ist doch. Wirklich, das darf man seinem Kind nicht schicken. Das ist wirklich nicht mal lustig. Morgen, okay, Kinder, wird's was geben. Rübs, dann wird der Dschungel beben. Okay, ich habe den letzten. Ich bin auch da hoch. Okay, nur noch eines. Tut mir leid. Unsere drei grüßen von Herzen weihnachtlich im Schein der Kerzen. Fröhliche Weihnachten überall, furzt es durch die Lüfte, froher Schall. Das ist einfach wunderschön. Das war einfach so. Fall Guys Maps. Ich will wissen, wie man hier hochkommt. Das war Beatboxen, Alter. Ey, wir sind ja fast voll. Wir sind mal 22 Spieler jetzt. Hä, wo bist du? Wo seid denn ihr? Ich will da hinten hoch auf diese Kiste. Oh mein Gott. Mach auf die Kiste. Was hab ich verpasst? Nee, du musst halt hier. Du musst von dem Stein hier rüberspringen, damit du höher bist. Nee. Von da? Nee. Das ist der wahre Endgegner. Diese. Oh mein Gott. Wie bist du denn da einfach hochgekommen? Du musst ja direkt auf die Kante springen oder was? Ach so, ihr seht's gar nicht. Jetzt, Tarek, da. Hey, Qualifikation, weil ich den Hindernissen aus, kennen wir. Okay. Aber es ist eine neue Map, die haben wir noch nicht gesehen. Doch, die hatten wir vorhin, das war das. Die hatten wir am Anfang. Ja. Die Lollipops? Da habe ich nicht richtig. Ah, stimmt, ihr habt recht. Lollipop. Ich dachte, die könnten vielleicht die Elemente noch wechseln. Bin nicht der Ohrwurm davon. Ey, jetzt ist richtig Stress bei mir. Jetzt ist Stressika, jetzt kommt Stressika raus. Stressika ist auch so eine Metalband, glaube ich. Weiß ich nicht.
Ich hatte vor kurzem hat mir jemand einen TikTok geschickt, da ging es um Stressika. Oh, guck mal, Caro steht neben mir. Hallo, Caro. So, das war ein guter Start, muss ich sagen, für mich. Wie läuft's bei euch so, gefühlt? Ich bin... Okay, ich sehe leider nicht so viel. Denk an den Fall und die Laufrichtung. Hui! Oh, das war aber... knapp, würde ich sagen. Oh, das ist mutig, was ich hier mache. Das ist mutig gewesen. Hartmutig, du. Ui, oh, das war wirklich mutig. Wo kommt denn jetzt Hartmut her? Och, nicht schon wieder hier der Wirbelscheiß. Leute, ihr wisst, was passiert. Ja, ja. Es tut mir auch leid. Tut mir sorry, dass ich das nicht geschafft habe. Du schaffst das. Das ja, wir müssen auf der Mitte anfangen. Und jetzt hier so ein bisschen. Und dann jetzt... Oh, jetzt müssen wir committen. Weil der trifft uns nicht. Ein Slalom. Ui. Oh. Nein, ich bin so ein Affenkackmong. Oh. Hab ich das erwischt? Ach komm, hör doch auf. Fuck, das trifft mich schon wieder. Ja, also man muss es schon irgendwie wollen. Oh, fuck, warum? Tarek, ich schaff's nicht. Doch, doch. Ich schaff's nicht. Doch, geh in die Mitte. Starte in der Mitte und dann drehen wir nur ein Müh links und ein Müh rechts. Ich bin nicht geduldig genug. Helmold. Ich bin so... rechts. Jetzt wieder ein Müh links. Gegenlenken. Und wieder zurück gegenlenken. Nein. Tarek, wirklich, ich bin nicht geduldig. Ich mach blind. Ich lauf das jetzt mit dir mit. Ich mach blind. In die Mitte rein. Links. Und jetzt schon wieder rechts gegen. Viel stärker und wieder links. Und wieder rechts. Oh. Ich hab's wirklich nicht geschafft, ne? Das ist ja peinlich. Hättest du dir gegönnt, bin ich. Ich hätte es mir auch selber gegönnt. Muss ich auch wirklich sagen. Das wäre die Runde wär's gewesen. Den Durchlauf hättest du gemacht. Aber wenigstens kommt derselbe normal. Da habe ich jetzt die zweite andere Map nicht verpasst. Ja, das stimmt. Aber jetzt kann ich ja auch nicht mehr mitlaufen. Das ist richtig traurig. Aber du kannst jetzt wieder hardcore kommentieren. Toll, danke. Oh ja, so ein Trostpreis, ne? Ich mal dir einen Sticker und schicke ihn dir zu als Trostpreis. Machst du wirklich? Weil ich würde mich freuen. Mhm. Ja. Mal ich dir gleich morgen früh. Morgen früh? Warum nicht jetzt sofort? Weil ich jetzt gewinnen muss. Hallo? Ach so. So, wir machen hier Pepe-chan wieder. Gehen wir wieder die 1. So. I feel violated. Ei, oh, in der roten Suppe. Oh, oh, das ist knapp gewesen, Tarek. Nee, das war genau haarscharf kalkuliert. Ich bin als Geist runtergefallen. Oh mein Gott. So, da vorne sieht man den kleinen Mann wieder laufen. Sind schon 5 Leute von 8 ausgeschieden. 3 müssen noch. Wird es vielleicht Tarek treffen? Man weiß es nicht. Auf gar keinen Fall. Das ist eine Ansage. 6. Nur noch 2. Ich gehöre dazu. Ich bin da wieder auf derselben Stelle runtergefallen. Ja, du zählst nicht mehr rein, ehrlicherweise. Das ist wahr, aber warum musst du das denn so böse sagen? Ich hab dabei gelacht. Das war okay, ja klar. Natürlich. Oh, oh, Gott. Oh, oh das oh. war knapp. Aber ihr habt es alle geschafft, ne? Das war effizientes yes. Laufen und nicht. Ich hab's nicht geschafft, muss ich sagen. Find's schon ganz gut so. So kann man wenigstens noch mit, da hat man eher das Gefühl zu interagieren. Das stimmt. Ich find's auch nicht so schlimm, wenn der Chat mal ein bisschen ruhiger ist. Da kann ich nämlich actually mal ein bisschen spielen, hingucken und nicht 200 Nachrichten übersehen. Leider bist du ausgeschieden. Ja, wir haben das doch alle verstanden. Nächste Runde ist deine Runde, Malte. Das spüre ich. Ja, wir machen ja keine mehr, dachte ich. Danach so, machen wir nochmal hier richtig. Ja. Nochmal Inhalt. Aber die nächste Runde war deine gewesen. Das ist... Okay, danke. Ist auch Konjunktiv 2 in dem Fall. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Let's go! So. Ich hab Angst. Ja, verdammt, die Gegend knallt. Ja, ich hab's. Ui, Tarek diesmal aber auch mittig unterwegs. Tarek, da kommt jetzt eine Bombe. Oh mein Gott, verdammt.
Bombe rechts. Hui. Tarik, du hast freie Bahn. Du musst nur noch laufen. Du musst nur noch laufen. Charge. Charge. Oh mein Gott. Wirklich, du warst so knapp davor. Oh, kannst du nicht wenigstens für unsere Freundschaft mal was machen? Excuse me. Muss man ja mal lacken. Lacken. Muss man klatschen, heißt das. Warum bist du jetzt so hässlich? Das finde ich nicht in Ordnung. Ich habe mich echt angestrengt. Das war, hallo, du hast es gut. Ich habe ja nicht mal was geschafft. Ich habe 50 Punkte bekommen für dabei sein. Ja, ist ja gut, Alter, wie du am Haten bist. Wollen wir Goldklamm laufen? Nicht, nicht Goldklamm, bitte. Du hast es vorgeschlagen. Ja. Ich habe kein Problem mit Goldklamm. Ja, jetzt hast du Pech, jetzt müssen wir Goldklamm laufen. Nein, wir machen Ravana X, so. Okay, also ich habe... Ach, Ravana X geht ja. Ravana X, ja. Wie weit bist du? 83 ist er, okay. Und dann ist er wahrscheinlich irgendwo. Habt ihr das gesehen? Was ist denn jetzt passiert? Shadowbringers. Das Licht hat geflackert. Oh oh. What the fuck? Habt ihr das gesehen? Mir bist. Ja, meine Urahnen hier. Hä, was ist los? Ist hier jemand, Alter? Hallo? Ey, Hardcore. Hinten auch irgendwie der Fernseher ist ausgegangen. Das ist mein Fenster ist ausgegangen, meine ich. Hä, was ist passiert? Hat das jemand gesehen? Nee, okay. Krass. Okay, gar nicht gruselig. Ja, ich bin bei allem dabei. Ich bin dafür, dass die okay, Gilde oder / Frauke darf sich das wünschen. Ja, Frauke entscheidet. Let's go. Ich würde mal Leute, die hier jetzt in der Gruppe dabei waren, mal rausschmeißen, dass die anderen mal eine Möglichkeit haben, mitzukommen. Na klar. Da haben wir dann 5 Plätze frei. Alle, die mitkommen wollen, rennen zum Chocobo-Sexy-Dude, der hier rumsteht. Chocobo-Sexy-Dude? Chocobo-Sexy-Dude? Ach so, hier vorne. Ja, warte, ich gehe auf die Bühne, da finden sie mich besser. Hopp. Aber ist das nicht ein Chocobo-Sexy-Dudette? Du bist stimmt, du bist eine Dudette. Nee, ein Dude. Ach so. Nein, ich bin ein Dude. Das ist in Ordnung. So, da ist jemand. Da ist jemand. Oh. Da ist jemand. Da ist jemand cool. Dass die Lampe so geflackert hat, sorry, Celine. Das lässt Celine mich nicht... muss noch mit. Was ist hier passiert, Celine, Alter? Hat sich lieb gekümmert. Let's go, Celine. Ich glaube, wir hatten Stromausfall. In die Gruppe einladen. Du hast Stromausfall, for real? Oh, nee. Damit sind wir 8. Ich weiß nicht, warum... Ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber ist egal. Irgendeine Sicherung rausgeflogen? Ja, scheinbar. Aber ist schon... Also, der Stream läuft ja noch. Also, wenn ich gleich weg bin, liegt es daran, dass hier einfach irgendwas in Berlin explodiert ist. Okay. Naja. So. Ist hier wirklich niemand? Alle auf einer Klasse, mit der sie eine Prüfung machen wollen. Wenn sie eine Prüfung machen können. Ich gehe auf Axtwerfer, auf den Legendären, dann haben wir... Ah ne, dann gehe ich wieder auf den... Lara, nee, kannst du schon Prüfungen? Lara kann noch keine Achterinhalte. Da muss ich Lara leider noch mal rausschmeißen. Aber beim nächsten Mal kannst du mitkommen. Und dann nehmen wir noch jemanden von da so mit. Beeindruckte Besucherin. Guck mal, da ist jemand beeindruckt von mir. Ich würde zufällig Prüfung anschmeißen. Alle klar. Auf ihren Klassen? Let's go. Okay. Ich lasse Mitsuba gerne den Vortritt, was Heilen angeht. Ich lasse mir selber so, lieber den... Auf eine andere Klasse, bitte. Dankeschön. Teilnehmen, rein. Let's go. Dieses Spiel heißt Final Fantasy 14. Du kannst dir über den ersten Link in der Beschreibung oder den Befehl, ich glaube kostenlos, free, trial, I don't know, die kostenlose Testversion runterladen. Warum nicht Ausrufezeichen gratis? Es ist, glaube ich, Ausrufezeichen gratis. Ist es auch. Jasmin hat alles unter Kontrolle. Let's go! Titan Nugget. What do I do? Heilen. Heilen. Wie geht das nochmal? Gruppe am Leben. Okay. 1, 2 und 4. Ist das Benedikt? War das aufpassen, dass die LP deiner Gruppenmitglieder über 0 bleiben, über 1 bleiben, während die des Gegners auf 0 fallen. Okay. Das klingt logisch, muss ich sagen, als Heiler. Ich muss mal hier ein bisschen rauszoomen, Alter. Wo ist denn. Ich muss mir
Heike, Frauke, wie heißt ihr alle, Alter? Hör mal auf, das stresst mich gerade richtig. Ja, alle. Heike war die Katze von meinen Eltern. Gehen wir in das Rote oder wohin gehen wir? Nicht in das Rote. Du kannst gerne in das Rote gehen. Ja, ich weiß, ihr macht alle, ihr, jetzt keiner macht einen Call, Alter. Ihr, komm zu mir. Ich weiß nicht, wo du bist. Warum bist du ein Pilz? Ich bin neben dir. Raus. Bin doch draußen. Warum du bist jetzt... wieder rein. Und wieder rein. Oh, du hast Agro. Wir stellen uns hier hinten hin. Komm zu mir. Komm zum Pilz. Komm zum Pilz. Oh, hier ist ein Stein. Bomberbrocken. Links von uns, wenn der Stein links von uns kaputt ist, gehen wir da rüber. Okay. Siehst du? Oh, nee, Schaden ist nicht meine Aufgabe. Ich muss Kira heilen. Frau Geister. Heike. Ja. Oh, scheiße. Das hat... Ulrike sagt, haben wir alle drin. Ulrike ist am Start? Nee, ist meine Schwester. Die ist nicht am Start. Ja, warum nicht? Alter? Die soll mal hier sich Discord runterladen. Die hat genug zu tun. Das sagst du. Nee, das weiß ich. Die hat meinen Neffen an der Backe. Das ist mehr als genug zu tun. Das sagst du jetzt? Aber du hast... Ja. Meinen Neffen noch nicht erlebt. Der ist jetzt auch so ganz in einer ganz komischen Phase. Der hat angefangen zu lesen. Drück mal die 7, bitte. So, ich gehe jetzt in den YouTube-Chat zurück. Bye, Gibi. Bye. Tschüssi. Sorry, ich bin concentrated hier. Auch konzentriert. Uff. Au, ich war drin. Und dann drück mal die 0 auf. Zane, wenn du ihn oder sie anmarkiert hast. Jetzt Zane? Auch, jetzt ist abgelaufen. Ich hab nicht aufgepasst, was zuerst hochgeht, aber es ist, glaube ich, eh völlig irrelevant. Aua. Die Mitte. Jetzt wieder eine 6 schmeißen, Malte. Sechs schmeißen. Schmeiß die 6. Oh nein, Celine wird eingefängnist. Wir holen sie raus. Ich befreie dich. Ausweichen. Jetzt Celine anklicken und die 0 drücken. Oder die 9. Die 9? Nein. Die 8. Nee, SZ. SZ? Du weißt, das göttlicher Segen kann ich nicht machen. Was ist denn das neben der Null? Mann, hör mal auf, Alter, ich kann da nicht hingucken. Ich sehe das nicht. Du bist tot. Ich bin voll lauter. Ja, hör mal auf zu glotzen. Hör mal auf, hier Backseat Gaming zu machen. Ich gehe jetzt hinter hier so einen scheiß Brocken, Alter. Kein Backseat Gaming, ich bin doch mitten dabei. So, hat doch geklappt. Backseat Gaming, du sitzt auf meinem Schoß quasi. Hier, guck mal, wie der alte Opa sich hinlegt. Da, gute Nacht. So fühle ich mich, wenn ich einen Adventskalender aufgenommen habe. Boah, das war krass. Ey, wie du mich gestresst hast, Tarek. Ich darf dir das nie wieder, darfst du meinen Stream sehen. Du darfst nie wieder unten die Leiste sehen. Ich blende die nächste Mal aus für dich. Du guckst da hin, du siehst nur Pixel. Boah, das war krass. Okay, cool. Boah, du gut. Bedarf. Guck mal, jetzt hast du was gelernt. Bedarf. Die 6 und die 7 kennengelernt. Ich kenne die Spells doch. Sag doch einfach, was für Spells du willst. Nicht die 6 und die 7. Ja, was weiß denn ich? Boah, das war krass, Alter. Noch was? Ja, wir können gerne noch einen machen. Noch so ein Normal Raid zum Beispiel? Wie lange brauchen wir? Haben denn alle, der dauert nur 5 bis 10 Minuten. Ja, easy peasy, klar. Malte, ich muss kacken, du kannst ja zurückspulen, wir sind bei YouTube. Es hat irgendeiner nicht freigeschaltet. Wahrscheinlich ich. Hat Alexander Raids noch nicht freigeschaltet. Nee, du hast bis zur 6 gemacht. Siehst du, ich hab bis zur 6 gemacht, Tarek. Bis zur 6 von 12. Oh, das ist... Auch warum müssen wir das jetzt so öffentlich debattieren? I don't know. Ich hab's bei der 6 stehen lassen. Ich hab nichts gesagt, es lag nicht an mir. Ja, Frauke ist ein Arsch. Alexander noch nicht, der würde dann mal rausgeschmissen werden. Kurzzeitig. Okay, aha. Okay, aha. Entschuldige, ich werfe den Stein. Die Alexander Raids in Heavensward oder Eden Raids in Shadowbringers oder Omega. Genau, danke, die hatte ich. Gerne. Omega in Stormblood. Yes. Yes. Mindestens 2 müssen frei sein.
damit wir in den Raid reinkommen. Sonst müssen wir nochmal Prüfung machen. Das ist langweilig. Dann kriegen wir wieder Titan. Titan. Okay, dann machen wir nochmal Prüfung. Prüfung haben eher alle mindestens welche. Siehste? Und was könnte es nur werden? Alles Mögliche. Fried. Oh, Torda. Ui, Mr. Schwert. Schönes Theme. Mach die Musik lauter. Ja, ein richtig geiles Theme, ja. Mach die Musik lauter. Ja, dann nicht angreifen, warte. Okay, Mucke ist auf Anschlag quasi. Let's go. Da, da. Heroes und Heroes Never Die heißen die beiden Themes, die er hat. Passend zu Malte, sag ich immer. Yes. Oh, Celine, wir können mal... Celine, sollen wir uns um die Aggro prügeln? Komm, ich gehe auf die eine Seite und du auf die andere. Und dann ärgern wir die ganze Gruppe. Okay, doch nicht. Die Bubbles explodieren. Au. Au. Das ist ganz schön knapp hier, muss ich sagen. Ah, passt schon. Kann ich mir Medica drauf machen? Ja, irgendeinem Scheiß? Wo ist denn hier Medica? Da. Kannst ohne auch noch Medica schmeißen und weggucken von ihm? Vom Auge. Mhm. Dreh dich oben. Hin umgedreht. Und wieder hingucken. Feini. Oder auch nicht, je nachdem, wie du eingestellt bist. Ich bin da eingestellt. Ah, ich habe ja auch meine Pflanze wieder, meine Blüte. Yay. Wer von euch, es muss mal jemand Damage kriegen, es tut mir leid. Ja, oder dann halt nicht. Ich habe gerade nicht so viel zu tun. Dein Co-Heiler ist zu gut. Ich merke das schon, das ist ja nervig. Heil mal nicht, mach mal nur Schaden. Das können wir knicken, glaube ich. Der Gelehrte ist doch eh Green DPS. Die einzige Heilung, die du brauchst, ist Eos. Eos heilt und tankt. Das ist... Hier passiert eine Menge. Celine ist schon wieder weg, oder was? Nee, aber ich musste von ihr weg, weil wir angekettet waren. Ah. So, jetzt hast du mal ein bisschen was zu tun. Du kannst jeden Mal medikinieren. Nö. Okay, cool. Trotzdem danke für deinen Beitrag. Klar, gerne. Er war stets bemüht. Nee. Also schnell kann ich das auch nicht machen. Nicht. Also ich gebe mir wirklich Mühe. Stehen. Macht das was? Okay, es macht nichts. Nee, ja, also... also viel passiert euch nicht bisher. Das ist halt ein Level 60 Inhalt, ne? Der ist noch klein. Ja, genau. Woher der Hass? I don't know. Ich meine, ich kann dann auch mal einen 80er Inhalt anhalten. Macht doch. Aber ihr müsst dann halt ein bisschen mehr callen. So. Herausforderung ist gut. Ich, ich hab dir sogar vorhin deine scheiß Skills angecallt und du hast mich gerade wegbeleidigt. Oh, was mache ich? Ausweichen. Ich weiß nicht, der hat mich als Target. Hm. Das heißt, dass du eine Fläche bekommst und die du irgendwo ablegen musst. Nicht möglichst an die Seite. Durchlaufen, aber ist okay. Hab ich trotzdem immer. Und mir geht's super. Sieht auch gut, fand ich. Sah gut aus. Danke. Jetzt müssen wir die Meteore kaputt machen. Nö. Falls du das. Okay. Und ausweichen, was und da kommt. Deswegen, Malte, kriegst du keine Ansagen. Dieser Hass, Alter. Wie du so einfach ultra ernst nimmst, so, ey, what the hell? Final Fantasy 14, ey. Ja, da gibt's keinen Spaß. Da gibt's echt mal Ernst-Mode. Ich geh in die Mitte, ist das richtig? Ja. Du solltest immer gucken, dass du möglichst nicht da stehst, wo die Gruppe steht. Piu. Piu. Okay, das mache ich das mal ganz richtig. Ich geh zu dem hier. Egal, ich geh zu dem hier hinten. Ich kann mich unter seinem Rock verstecken. Same. Oh, voll schön. Heilung! Oh, jetzt ist er ganz erledigt, der arme Mann. Der arme. Das ist auch ein großes Schwert gewesen. Ja. Tschüss. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass das ein mindestens 250 Jahre alter Rentner ist. Ja, der haut da mit seinem Stock noch rum, aber... Ehrlich, der hat noch einen Job. Das ist halt wie, wenn mein Opa seinen Rollator damals vergessen hat. So, ja, genauso sah das dann aus. Ja, zwei Meter gemacht. Ja, ich kann ohne. Mhm. Boah.
können dann alle schon in Shadowbringers in eine Prüfung rein? Zum Beispiel so KDL. Gib Titania. Okay, Titania. Du bist jetzt richtig. Jetzt ist Tarek glücklich. Wirklich, bis jetzt habe ich ihn nicht singen hören. Aber jetzt. Yes, so ein Scheiß, wirklich. Ich habe mir Mühe gegeben, so lustige Witze erzählt, Fall Guys mit ihm gespielt. Ich habe bei Fall Guys auch die Melodie mitgetrillert. Das stimmt nicht. Hast du nicht gehört, weil du keine Ohren für mich hast. Und jetzt müssen wir alle wirklich. Hier muss die Musik auch richtig laut sein. Eigentlich hätten wir Gibor mitnehmen müssen, weil der geht hier immer sehr gerne hinaus in den Wald. Oh ja, die Mucke ist nice. Come and play! So, ich habe gehört, wir sollen die Indie-Gruppe drehen, ne? Das kommt immer unbedingt. Gut. Das habe ich live gehört. Ja, stimmt. Ich leider nicht. Oh, ich hatte Studiumssachen zu tun. Oh no. Was? Du hast ein Leben? Oh, yes. Oh, der Tankbuster kommt. Ja. In Frankfurt waren wir dabei. 2017. Sobald es wieder nach Deutschland kommt, sind wir, glaube ich, auch wieder mit dabei. Aber ja, halt, Außerlandesreisen ist schwierig. Aktuell. Nächstes Fanfest müsste doch von der Schedule her wieder in Frankfurt, in Deutschland sein. Gehen wir ins Wasser? Yes. Ja. Und wer jetzt diesen Stackmarker abbekommt, stellt sich ins Wasser und die Gruppe ebenfalls. Du hast mir gar nichts zu sagen. Okay, dann bleibst du halt draußen stehen, wenn du das Backup. Und deswegen meine Mama. Kriegst du keine Calls. Ich hab den Marker, ich geh ins Wasser. Ins Wasser, genau. Und die Gruppe stellt sich zu dir. Klar. Sehr gut. Raus. Schön beim Heiler stacken. Ihr macht das toll. Was geht's bei dem Game? Die Welt zu retten. Ist ja, also ja, macht euch keine und Sorgen. Und dabei sukzessive immer weiter das Herz rausgerissen zu bekommen. Also am Anfang ist man eigentlich nur ein kleiner Bote. Und dann irgendwie wird's immer schlimmer. Am Anfang ist man noch, chillt man noch. Der Welt. Während dir emotional das Herz in mehrere Teile zerrissen wird. Ja, und du eine existenzielle Krise durchmachst. Amen. Ui, der Busch! Ui, ich bin im Busch! Ja. Scheiße! Oh, da musst du dich heilen. Ich merk das! Au! Den mochte ich aber nicht. Oh. Nein! Unter sie! Guck ihr unter den Rock! Nein, stopp! Stopp. Dann guck ihr nicht unter den Rock. Mach ich auch nicht. Mach dir keine Sorgen. Er hat nämlich keinen Rock an, sondern ein Kleid. Haha. Du bist ja wirklich heute wieder lustig unterwegs, ne? Ich bin müde, hallo, ich bin Frauge. Ja, genau. Das sind. Hast du nicht vorhin noch gesagt, dass ich lustig bin? Ihr habt mit Dead Jokes angefangen und seid dann hierher gekommen. Jetzt seid ihr selber schuld. Was machen wir? In die Dinger rein? In die Dinger raus. Hier, du wartest, bis das mittlere raus ist und dann gehst du in die Mitte. Platzen. Also an die Stellen, wo Lücken ist. Hä? In die Stellen, wo Lücken sind. Ich hole. Dort, wo das dann schon hochgegangen ist, sozusagen, wo es explodiert ist, da kann man sich dann reinstellen, weil da nichts mehr Neues hochgeht. Fibi, claro, keine Ahnung, was du gerade gesagt hast, aber ich werde es verstehen nächstes Mal. Das okay. Ja, habe ich gemerkt. So, ich nehme das im Norden. Was ist hier los? Hier ist ein Baum? Bohnenblüte. Schnapp dir Bohnenblüten. Senfsamen zuerst. Zuerst. Ich hab nen Plazzarino hier. Oh, das war gut. Ich hab Akku von Senfsamen, ich habe Angst vor Senfsamen. Ein geiler Track. Keine Sorge, Senfsamen haut nicht so dolle drauf. Senfsamen ist ein komischer. Ja, Senfsamen soll von allen zuerst gemacht werden und dann hauen sie auf Puck und dann auf Bohnenblüte oder auf Bohnenblüte und dann auf Puck. Okay, Celine kriegt jetzt erstmal ein bisschen Liebe. Jetzt Puck. Das ist gut. So ein gutes Lied, Mann. Man wird zwar echt wahnsinnig, wenn man das 100-mal farmt, aber es ist ein gutes Lied. Yes.
Boah, ich merke, dass ich ein bisschen eingerostet bin. Es sind wieder so viele Effekte. Gut. Ja, ich bin ja bisher einmal nur gestorben. Einmal ist einmal, sag ich immer. Bigger is better. Ja, die ist, in Englisch ist auch geil. Im Deutschen sagt sie, wachst meine Lieben, wachst und sprießt. Alter, Senfsam! Uncanny. Ist ja hart nervig, wie er aussieht. Ich bin gruselig, ist sie. Tja, dann werde ich jetzt von die Luft gejagt. Jupp. Hi. Stecken. Aber vielleicht solltest du dich erstmal hochheilen, Malte. Hey, I tried, really. I tried. Ich hole. Achtung, wir werden weggekickt. Selbst haben Mami schon tot, ja. Au. Demenz. Schenk Frauke auch mal ein bisschen Red Mage Liebe. Oh. Nein! Das hat sich sehr liebevoll angefühlt. Silly! Doppelliebe habe ich gerade verteilt. Doppelliebe hast du verdammt, sag das nicht. Scotty schreibt mit. Schon jedem seinen King. Bisschen Doppelliebe hier, bisschen Doppelliebe da. Kannst du ihn bitte mal fragen, wann er das nächste Mal streamt? Meinte, wann streamst du das nächste Mal? Ey, das ist ja voll von dir abhängig. Passiert, Benny. Ist wirklich von so. Mir? Oh, stacken wir? Ja. Ja. Ja, ist gut, dass ich da noch reingelaufen bin. Ihr müsst doch callen, Leute, ich bin dumm. Ich krieg hier gar nichts mit, ich sehe nur Health Bars. Hallo, dumm. Ich hab meinen Zauber aus der Bar rausgeholt. Wie mache ich den wieder rein, warte? Refugium, wieder rein. Los, unter K. Ja, habe ich gemacht, alles gut, ist schon wieder drin. Okay. Oh, dir geht's gar nicht mehr gut. So. Nein, Titania ist geschlechtslos. It's fun. Stimmt, Titania hat kein Geschlecht. Das weißt du nicht. Halt. Doch, das ist schaffentlich bewiesen worden. Oh mein Indem Gott. Wir unter den Rock geguckt haben ich und dann nichts kuscheln, war. Malte. Hallo. Warum bist du zu mir gekommen? Limlin? Zum Spaß an der Freude. Ah. Dran knuddeln gehen. Nicht ganz dran. Und stecken. Bleib in der Pfütze. In der Pfütze drin. Rüber. Genau. Und ich zieh sie ein bisschen weg. Gottsinn kommen. Da gibt's jetzt zwei davon. Wir müssen in einen Platz, wo sie sich nicht überschneiden. Was Nein. zum Beispiel hier wäre. Juhu! Ja. Ich hab's nicht geschafft, weil ich dumm bin. Nein, er hat dich. Sie hat dich erwischt. Jo. Oh. Soll ich das mal in die Gruppe zeigen lassen? Nun, oh. Muss nicht. Ist nett, aber nee, danke. Nein, nein, vielen Dank. Ich bin richtig drinne gerade. Stimmt was. Das wäre richtig was für die Heiler gewesen. Wenn sie es überlebt hätten. Ich hab irgendwas. Ich hab was. Du hast eine Fee an dir, die dich kontinuierlich heilt. Das ist was Gutes. Ach so. Ich dachte, ich habe jetzt eine natürliche Krankheit, aber die Beulenpest bekommen oder so. Ach du Scheiße. Ja, es ist quasi auch die Beulenpest. Ja, Martin hat gerade im Hintergrund was gerufen, Elisabeth. Man hört ihn ein wenig durch mein Mikrofon, Nein. wenn er lauter redet. Minimal. Warte mal, aber ich habe ja immer noch... Wo ist Pepechan eigentlich? Ja. Das, der echte Heiler macht Och, das... Och Mann, ich wollte ein LB ziehen. Ist das in die Gruppe mit runterzuziehen. Frauke, ich habe zwei Anträge. Ja. Ich hätte gerne als nächstes einen Fight, wo man runterfallen kann und ich Nein! mit Malte zusammen heilen. Nein, nicht runterfallen. Okay, kriegen wir hin. Oh, warum? Sophia? Sophia hat er nicht freigeschaltet. Oh. Normal kann man nicht runterfallen. Doch, kann man. Echt? Der tanzt hat ein Ende. Stimmt, in der zweiten Fight. Aber nehmen wir mit dir. Ja, stimmt. Titania wurde besiegt. Runterfallen könnte man, glaub, bei Hades. Ey, wirklich, ihr wollt mich leiden sehen, ne? Natürlich. Lakshmi, bei Lakshmi gemein, kann man runterfallen. Bei Lakshmi kann man runterfallen. Oh nein, halt, die königliche Menagerie. Die königliche Menagerie, sehr gut. Und Akito, ja. Du müsstest bitte Summoner bleiben, damit du gleich im Zweifel die beiden Heiler aufheben kannst.
Das verspricht ja lustig zu werden. Mitsuba, kannst du auf eine andere Klasse wechseln? Als, hast du die Möglichkeit, Mitsuba? Das wäre sehr lieb. Mal gucken, habe ich hier irgendwie... Ja, perfekt, super. Da können wir jetzt wunderschöne Dinge tun. Warte, ich muss noch mal sterben kurz zurückziehen, zum Beispiel. Sorry. Ich muss noch mal ganz kurz zurückziehen. Geht gleich weiter, bin sofort soweit. Okay, genau. Let's go. Ihr wollt jetzt also einen Wipe sehen, ja? Also wie man so ein Fenster richtig schön sauber kriegt. Naja, gut, ja, das genau. Kann ich euch ja dann mal präsentieren. Ah, übrigens, perfektes Theme schon wieder hier, ne? Ja, die Mucke bleibt laut. Ja. Die Mucke, also ganz ehrlich, das mit eins der besten Sachen an dem Spiel ist allein die Mucke schon. Allein nur deswegen müsste man sich das Spiel schon besorgen. Ist nicht falsch, aber die Playlist gibt's sonst auch auf Spotify. aber. Auf allen gängigen Musikstreamerretten gibt's das. Das stimmt. Aber wir wollen ja Masayoshi Soken, unseren krassen Komponisten, unterstützen, auch indem wir das Spiel kaufen. Soll ich dir mal was Lustiges zeigen, Malte? Du musst erstmal noch gar nichts Lustiges zeigen, sondern einfach nur kurz abwarten. Du warst doch gar nicht in Fight oder was? Erzähl mir nix. Wie kannst du denn 30 Sekunden hui. Nach Start noch nicht im Fight gewesen sein? So, Akito, das ist dein Auftrag. Also ich hab dich eigentlich geholt, deswegen verstehe ich nicht, warum du nicht... Hä? Oh, stimmt. Sorry. Siehst du? Bin richtig guter Tank bin ich. Gestorben. Naja. Also da ist halt hier der... Sollen wir es durch... Ihr schafft es. Nein, ich töte euch alle mit mir. Komm, wir töten uns. Nach Fight noch nicht in Fight. Ach, jetzt sind es auf einmal 30 Sekunden. Wir waren 8 Sekunden in Fight. Ah. Alter, dass wir haben 3 okay, Stunden wir springen. Hier schon gestruggelt. Da warst du doch nicht im Fight. Du möchtest wissen, warum, weil ich mir die Cutscene angeguckt habe und die einfach reingegangen sein. Also ist ja okay, aber wenn ihr sagt, der Content ist nicht wichtig... Für mich ist das für Chat. Okay. Der Chat sagt danke, aber du sagst halt nee. Okay, musst du das direkt Shade werfen? Was ist mit dir? Ne, weiß ich ja nicht. Du magst halt den Chat nicht. So, ich bin jetzt da. So, Celine okay, kriegt den hier. Oh mein Gott, mach doch mal chillig! Ich bin im Fight. Nein! Was muss ich machen? Kommt eine Flutwelle. Von wo? Die auftaucht, werden. Von wo auch immer sie auftaucht, werden wir weggeschubst. Wir gehen nach hinten an den Rand. Wir gehen nach hinten an den Rand. Hui. Hey, wir leben noch. Fuck, wo ist das Spell da? Nee, lass mal die Scheiße jetzt. Warum? Mann, wir sind doch hier gerade. Ich versuch doch mein Bestes. Stacken? Das weißt du nicht, ob das richtig ist. War richtig, du hast recht. Vollkommen. Ja, zeig mir doch was Lustiges. Das ist ein Tankbuster, den nehme ich. Und ich glaube... Ah ne, ich krieg den alleine. Oh, magst du nicht so viel Damage kriegen? Das ist ein Tankbuster, der kriegt manchmal nicht viel Damage. Danke für die 20 Euro, von denen Google 6 kriegt. Nice. Ich wusste nicht, dass das passiert! Woher? Wasser? Immer noch ins Wasser. Akito, dein Job. Danke. Oh mein Gott, jetzt kommen Eds. Und er leuchtet so hübsch. Wie eine Christbaumkugel. So, ich bin ganz schlecht darin, die Eds zu ziehen. Also einfach alle auf dem Haufen stehen und wir machen AOEs rein, dann sterben die schon. Ich hab echt Bock, das abzulehnen. Warum? Weil ich die nicht mehr mag. Was ist denn jetzt so? Ich bin jetzt nur beschäftigt, mich selber zu heilen wegen der Scheiße, Alter. Ach, sei doch nicht so. Bissle Spaß. Bissle Spaß. Bissle Spaß. Komm, wir ärgern Malte. Das ist Spaß. Ja, mega.
Und wieder in so eine kleine Mini-Ecke. Ist das hier eine Mini-Ecke? In die Mitte vom Rand, genau. Tatsache. Ich habe gelernt. Sehr gut. So, jetzt will ich hier aber einmal den und den. Genau den S hier. Size. Oh, Essie. Jetzt nicht Enter drücken. Oder X. What do you mean? Ja, oh, gut. Nicht Enter oder X drücken. What? Einfach nur so. Okay. Ich hoffe, ihr könnt Button mashen. Button mashen, klar. Ja. Roll das Gesicht über die Tastatur. Aber drückt dabei weder Enter noch X. Nicht X und auch nicht Enter. Nee, X, nicht. Weil ich sonst... X, weil bam, 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 bam. Du automatisch in den Chat schreibst. Und sobald du Sachen in den Chat schreibst, gehen die nicht mehr als Klick durch. Hilarious. Kann ich mir nicht ein Makro machen, wo ich einfach 1000 Sachen auf einmal schreibe? Das würde vielleicht funktionieren. In der schnellen Reihenfolge zu drücken. Oh, wo sind wir denn? Dort, wo man hübsch ist. An die Ecke, in die Ecke, in die Ecke, in die Ecke. Ja, wir haben aber 4D-Schach jetzt hier aktiviert. Alles klar, völlig normal. Mahjong. Ja. Das ist wirklich Mahjong. Ich verstehe bisher ähnlich viel. So, ihm dann einmal kurz Hallo sagen. Irgendwo kommt die Schwänzi. Auf den Schwanz! Achtung, Schwänzi kommt. Scheiße, das schaffe ich nicht mehr. Ich hab's nicht geschafft. Aber war nicht so schlimm. Alles gut. Noch nicht. Du siehst nämlich, dass die blaue Plattform, wo der Schwanz draufgefallen ist, jetzt Risse hat. Das nächste Mal, wenn die da drauf fällt, ist die Plattform weg. Das heißt, wir sollten hier nicht so lange brauchen. Hoffentlich nicht, nee. Diejenigen, die verbunden sind, müssen auseinanderlaufen. Genau. Schwänzi vorne. Schwänzi! Schwanz! Auf den Schwanz! Ey, das sagen wir, solche Dinge sagen wir hier nicht. Aber das ist ja, der was Gegner denn? Das ist doch so! Schwanz. Es ist ein Schweif. Nein, der Gegner. Nein, da steht Schwanz. Da steht sogar Schwanz. Okay! Tut mir leid, dass ihr Final Fantasy studiert habt. Oh, ist das hier gut? In der Mitte bleiben? Raus? Ist nicht gut. Gut, dass ich habe die Empfehlung gehört und dann habe ich was auf den Kopf bekommen. In die Mitte. Aber nicht ganz in die Mitte, sondern grob mittig orientieren, dass man in der Nähe von der Mitte bleibt. Ah! Hey. Oh, we did it. Gerade Celine gerescued. Ja. Oh, ein 3 LB. Also, ich weiß nicht, ob sie es gebraucht hat, aber ich habe sie gezogen. 3er LB. Rein. Ja, das war meine. Schwanz auf die Mitte! Vorsicht! Und jetzt ist unsere erste Plattform weggepupst. Schwanz. Ich hab immer ist Bock, Stufe 70 Schwanz. Ah, funny, Leute. Stufe 70 Schwanz. Stufe 70 Schwanz steht da. Das ist schon funny, muss man sagen. Ich habe irgendeinen Marker. Oh, weg von anderen. Ich war immer noch bei allen, aber ist egal. Wir machen das super. Wir machen das toll. Oh, vorne fliegen auch noch welche weg. Schwanz. Bam. Schweif. Shinryu! Das war ein klassischer Schwanzdurchbruch. Das kennt man. Das ist nicht gut, Alter. Ja! Wir sind runtergefallen. GG! Pepe-chan, Nono-chan hat mich ein paar Mal lustig getrollt, aber ich habe auch viel gelacht dabei. Hast du gar nicht. Du bist doch jetzt noch richtig beleidigt. Ich bin richtig tilted davon. What do you mean, Alter? Ja, ich sehe es in deinem Gesicht. Du bist beleidigt. Nee, ich will jetzt auch nicht mehr mit dir irgendwas machen. Okay, bye! Okay, krass. Dabei hätte ich zum Beispiel Bismarck anzubieten. Bismarck, 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 Biss. Und du weißt, was das bedeutet. Sonst noch im Angebot, was lustig ist. Was hast du denn? Also, wir können auch noch eine Runde Fall Guys spielen. Let's go! Können wir auch machen. Oh boy, Malte, du hast die ganze Zeit den niedrigen Stab angehabt. Ja. Okay. Ich dachte, das wär der Joke gewesen. Hab ich gehört. Nicht? Okay, alle machen mit. Let's ich habe doch den 50er-Stab das letzte Mal auch schon angehabt. Und wir haben davor, haben wir gesagt, wir callen Goldklamm. Nee, das war nicht Absicht. Ich habe einfach nicht mehr drauf geguckt. Ich bin ein Opfer, Alter. Das ist einfach aus Meme habe ich den alten Stab genommen. Das kann ich. Und das danach vergessen. Das passiert. Ich fühle mich so schlecht jetzt, Frauke. Du hast mich anders erzogen. Du hast mich anders. Ist so.
Ich hab's probiert zumindest. Du hast deine komplette zumindest. Kinderstube vergessen, Mann. Ja. Echt mal. Hä, hey, nimmst du dein Kinderzimmer überall mit oder was? Ja. Entschuldigung. Das wusste ich nicht. Das ist was Schlimmes. Nee, ist nicht schlimm. Was hast du da so im Angebot? In meinem Kinderzimmer? Jo. Ein Schnuffeltuch. Toll. Und ein Kuscheltier-Pinguin. Oh, schön. Oh. Oha, wir sind voll. Oh, wir waren vollzählig. Ja, jetzt sind wir noch 23, aber auch das ist okay. Aber das macht wieder. Das ist so schwierig für mich. Wenn so viele da sind, dann bin ich wieder traurig. Nee, das kriegst du hin. Das wird jetzt. Diesmal jetzt konzentriere ich mich auch. Chats, tut mir leid. Ihr seid jetzt mal eine Minute egal. Weil ich muss jetzt hier rein. Ihr könnt mir Glück wünschen, wenn ihr wollt. Aber ihr müsst nicht, weil ich brauche kein Glück, weil ich habe Skill-Diff. Was ist FF14? Final Fantasy 14. Das beste MMORPG der Welt. Aller Zeiten. Für heute und mit für dem ewig. Besten Soundtrack der Welt. Man muss heute dazu sagen, es ist auf jeden Fall das aktuell am meisten gespielte MMORPG der Welt. Das ist objektiv ein richtiger Satz. Weiß ich nicht. Das ist objektiv und fachlich richtig. Aller Zeiten weiß ich auch nicht, aber es ist aktuell. Jetzt in dieser Sekunde. Ja. Vor allem durch dich und Tarek. Ja, durch Malte. Bleib mal bei der Wahrheit. Wir wollten doch heute nicht mehr lügen. Aha, okay. Oh, das hat mich einfach instant gekillt. Bist du runtergeflogen nee. Worden? Nein. Oh, verdammt. Da bin ich aber richtig blöd gelaufen. Oh, ho, ho. Hör mal. Hör mal. Ist jetzt sogar Weihnachtsmann geworden. Ja, wirklich. Wieso bin ich jetzt schon wieder gestunt? Du hast doch gelogen hier alles. Schon wieder? Oh, scheiße. Hör mir auf. Weiter, weiter, weiter. Komm, gib Gas, Mädel. Betäubung. Hui. Nein. Oh, shit, das hat mich erwischt. Aber es war nicht schlimm, weil ich bin stehen geblieben. Und jetzt kommt wieder die... 1A Durchlauf. Ah. Oh mein Gott. Oh, da habe ich mich erschrocken. Oh, Jesus. Okay, ich glaube, ich kann das direkt aufhören. Ich habe nichts gesehen. Oh, scheiße, warum bin ich gelaufen? Ich dummer, hässlicher Gnom, Alter. Hallo, bitte kein Selbst. Ich hasse mich so doll dafür, wirklich. Das, ich verstehe nicht. Wir lieben uns alle. Warte, ich komme wieder zu. Es ist schon, es fängt schon wie. Ist. Jetzt einfach durchlaufen, einfach geradeaus durchlaufen. Das packst du. Das packst du. Stopp, einmal kurz und jetzt weiterziehen. Jetzt einfach schräg durchlaufen. Nicht ins Loch. Ein bisschen Mühe, ein Mühe noch. Oh. No! Ich wäre wirklich todtraurig wegen dem Shit, ne? Überleg mal, wie schlecht ich bin. Ich hab's mir auch noch gewünscht. Ich hab's mir auch noch. Oh nein! Nee, jetzt. Oh Mann, jetzt hätte ich Zeit. Mann! Jetzt? Mann! Nee! Jetzt können wir aber den anderen zugucken und uns über die lustig machen. Wir spielen jetzt Pips Delivery Service. Leider bist du ausgeschieden. Den Inhalt getauft, weil du hier 3 Pakete ausliefern musst. Ich habe das ja noch nie geschafft, das Ding. Let's go. So. Celine, jetzt. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das Spiel ist super geil. Ja, ich finde, also sorry, das ist das beste Spiel der Welt. Das hier? Yes. Das, dieses Minigame hier, ja. Der allerbeste Minigame der Welt. Also, man holt sich einen Bonbon. Ich hab rot. Und dann muss man zur richtigen. Oh mein Gott, den Bomber von der Seite habe ich nicht kommen sehen. Uiuiui. Wo ist denn unser Pepe-Schaden? Mhm, okay, verstehe. Und das macht man 3-mal. Ja. Pff, schwierig. Ich krieg zum Teil nicht mal das erste hin. So, das erste. Frauke, man muss nicht in allem gut sein, ne? Das stimmt. Jetzt holen wir uns das zweite Paket. Das zweite Paket ist gelb. Nice. Das ist ja ätzend hier. Ich verstehe, dass du damit deine Probleme hast. Weil gelb sieht fürchterlich aus. Let's go. Ein Paket noch. Dann haben wir sie mal qualifiziert. Yes. Ich hasse dummerweise nur blau. Ich bin richtig schlecht in blau. Du schaffst das. Okay, Pepe-chan läuft hier aber gut durch dafür, dass du es hast. Da war ich zu greedy. Oh nein, du musst jetzt zurück und den Neues holen. Mhm. Oh, dein Leben ist vorbei, das ist ja schrecklich. Nur noch 4 Plätze. Tarek, kein Stress. Aber nur noch 4 Plätze. Stress. Noch 3 Plätze.
Nein! Tarik, oh, Ei Platz! Tarik hat's nicht. Tarik hat's nicht geschafft, das ist traurig, es tut mir leid. No. Ich finde Pips Delivery Service ist auch der schwerste Inhalt. Ja. Das sieht schrecklich aus. Ich bin jetzt nicht so traurig, dass ich nicht dabei war. Konnte ich mir das mal angucken? Jetzt können wir richtig hart anfeuern. Ja, klar. Meine Damen und Herren, im Finale stehen. Frage. Ach, mach weg. Personen sind tatsächlich am Start. Und es wird davon auch einen Sieger geben, höchstwahrscheinlich. Im Finale stehen. Ja. Akito, nee. Snowflake, Mitsuba. Ja, das. Zane, Kay, Alexios, Oni, Celine und irgendjemand hat sich noch reingemischt. Sehe ich gerade nicht mehr. Oh, Frauke ist auch raus. Hartes Kopf an Kopf rennen. Hartes Kopf an Kopf rennen. Ich bin auch raus, ja, ganz am Anfang. Alexios schon. Ganz vorne. Gefolgt von. Oh, Bomben. Also, Celine, die Queen, ist. Celine, zieht vorbei. Celine, lauf! Ach du, da werden gedodged. Oh, Akito aber ganz nah hinten dran. Ja, aber da. Oh, das war. Ja, Akito! Der Vorentscheid ist. Oh, die Bombe! Die Bombe! Celine ist wieder betäubt! Akito kann dort vorbeiziehen! Ein Kopf an Kopf rennen! Und. Oh mein Gott, Akito, das war so knapp. Ach du Scheiße! Das war ja heftig! Das war krass. Richtig gut. Echt heftig knapp. Das war echt krass. Da hat der Server-Tick geregelt, ey. Muss man klatschen. Das war der Wahnsinn. Ja. So, jetzt noch so einen Bismarck-Raid, irgendwas? Können wir machen. Toll, 50 Punkte für nix, toll. Mega. Nehme ich gern. Same. Bei mir war es erster, aber Ping. Mhm. Sagen, bei mir wart ihr tatsächlich zeitgleich. Ja, also bei mir war es auf der Server-Tick geregelt. Auf ja. Den Fußtritt ins Ziel wirklich genau gleich. Ja, ja, same. Ah, die Mucke ist auf jeden Fall stark, muss ich sagen. Die haben wir, glaube ich, auch im Gildenhaus jetzt laufen. Oha, ihr habt das gehört. Gut gemacht. Gratis in den Chat. Ja, da könnt ihr nämlich wechseln und ab in die Gilde. Ab in die Gilde, ja. Puls. Asiatisches Flair genießen mit Vollgeist-Musik dabei. In einer schneebedeckten europäischen Umgebung. Ah, okay, das heißt, euer Gildenhaus ist fernöstlich eingerichtet, steht aber in Ischgard. Was ist dein. Warum du am Haten bist? Wieso? Kann ich jetzt nur in Japan Ramen essen oder was ist los? Wieso? Nein, ich wollte einfach nur gucken, ob ich die Hints kriege. Das war ohne Wertung. Klar, ohne Wertung. Deswegen hast du auch noch so dabei gesagt, ne? Alter, ich wusste nicht, dass du so hassgeladen bist. Doch, bei dir immer. Du hast dich voll verändert, ey. Das sagen alle. Den hier. Leider da, ne? Achtung, Feldgenerator. Sehr gut. Schon gemacht. Und... Schuss! Kanonen! Ab! Schuss! Jetzt alle auf seinen Rücken! Auf seinen Nacken! Kommen Sie, sobald er rankommt! Komm, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück! Noch ein Stück! Jetzt! Eventuell bin ich, runtergesprungen! Eventuell liege ich hier ganz schön alleine gerade! Sehr schön! Das war ja krass, dass das passiert ist! Ah, ich weiß nicht, ob das schlau ist, dass ich dich hier hinten gerest habe, aber we will see. Ach, es wird schon passen. Und runter mit uns. Oh mein Gott, da ist der Pickel. Ich nehme den hier drüben. Celine, geh auf die andere Seite, ist meiner. Ist immer meine Seite hier. Okay. Lieblingsfarbe. So, der Lieblingspickel. Das ist meine Seite. So, ja. Links deine Standard. Das ist die starke Seite. Das ist die starke Seite, die fotogene Seite, nicht die Schokoseite. Schokoladenseite, genau. Wenn wir Schatzkarten laufen, gehe ich immer links. Hm, aber wie oft bist du da schon erfolgreich gewesen? Noch nie. Hm, vielleicht sollst du dann doch vielleicht mal rechts laufen. Nein! Nur so keinen Schritt nach rechts hier! Vorschlag. Ja, okay, fair enough. Wobei, irgendwann war es, glaube ich, mal komplett links, aber das war dann nicht meine Karte. Oh. Ja. Ich guck mir ein bisschen die Arena von oben an. Mach das. Ist eine schöne Arena, ne? Naja, sie ist sehr einseitig, aber es
okay. Also ich finde, sie ist ja zweiseitig. Ja, jetzt nicht mehr. Du musst dabei runterspringen, wenn du das machen möchtest, Malte. Das funktioniert das wirklich? Ja. So das hättest du mir... Das war die Scheiße. Ich dachte, du hättest irgendwie noch was getriggert. Du hast gar nichts gesagt. Ich hab nichts gemacht. Ja, weil ich dich einfach mit runtergezogen hab. Das hättest du mir nicht zeigen dürfen, Alter. Ja, ich finde, das sollte jeder wissen. So. Aber dafür müsste ich mir das hier halt... Verdient das zu wissen. Ja, das stimmt schon. Ja. Meine Gilde und meine Zockerfreunde in FF müssen da auch immer durch. Ach du, wir sind keine Freunde? Müssen werden. Ne, wir sind doch, deswegen habe ich dich ja mit durchgezogen. Ach so, okay. Jeder meiner Freunde muss damit durch. Okay, genauso habe ich das verstanden, danke. So, komm da mit ran. Genau. Buff! Oh, ich glaube, ich fliege runter. Also ich wurde gehauen. Ui. Nein! Oh mein Gott, ich bin gerade so noch. Ich habe mich noch mit einem kleinen C festgehalten. Also so nah wie wir da dran standen, Frau, okay, das kann nicht sein, dass das nur die kurze Schubsbahn war. Das war, wenn wir in die andere Richtung geschubst werden, wären wir über die halbe Arena geflogen. Ich glaube, man fliegt einfach nicht mehr raus. Ich glaube, das ist alles nur eine große Legende, dass man hier rausfliegt, um Kindern Angst zu machen, wenn sie sich nicht bewegen. Ich habe Angst, wenn ihr mir sowas erzählt, hast recht. Die kleinen Maltes. Wenn die nicht aufessen, dann sagt man denen ja, aber dann wirst du in die Arena runtergeschubst. Das ist gefährlich. Wenn du nicht aufisst, wirst du morgen die Arena runtergeschubst. Harpune! Piu! Feuer! Jetzt wieder auf seinen Rücken und jetzt spielen wir Dr. Pimpelpopper. Und wir springen bitte erst, wenn er ganz da ist. Okay. Yes. Ich meine, wir können auch jetzt schon springen. Aber dann sterben wir. Jetzt. Jetzt, let's go. Ab auf Hauen wir den Pickel. Den Corona-Pickel. Auf Corona tot. Tja, das hat nicht geklappt. Malte, guter, ja, du bist nicht ganz runtergesprungen, deswegen. Du musst dich dabei opfern. Das geht nur mit vollständiger Selbstopferung. Ich hab's echt probiert, Mann. Aber das war mir zu viel Mechanics auf einmal. Der Single-Core war wieder überlastet. Ja, den Move werde ich auf jeden Fall meistern. Das kann ich jetzt schon versprechen. So, das war doch erfolgreich. Ja, wir waren richtig erfolgreich. Nice. Wir haben nicht einmal die Krone geholt, Malte, aber wir waren erfolgreich. Krone, Schmone, sag ich da. Man kann nicht immer auch. Man muss nicht der König sein, so, weißt du? Nee. Es braucht auch Fußvolk, ja. So sieht's aus. Ich mag gerne Fußvolk. Ich bin auch gern Teil davon. Ich bin einfach ein Macher, weißt du? Mhm. Schön. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Yes. Ich muss sagen, ich bin leer. Wollt ihr noch was machen? Ich überlasse euch das. Dein Stream, deine Regeln, sag ich immer. Yes. Dann müssen wir noch einmal jetzt hier Vollgeis laufen, weil in der ersten Runde will ich nie nochmal rausfliegen. Also tut mir leid, aber... Okay, dann... 3, 2, 1, annehmen. Let's go. Ich muss wirklich jetzt, also... Mehr Dad-Jokes, die sind alle leer. Wir haben alle vorgelesen, alle. Die sind alle quasi. Oh mein Gott, 24. Oh fuck, 23. 22. Warum wäre das weniger? Die haben alle Angst vor Malte. Ja, die haben mich gesehen und die... Ja, das wird sein. Boah, nee. So, jetzt aber. Komm Leute, Chat. Noch einmal Konzentration. Ich will jetzt wirklich nochmal schaffen. Ich verstehe nicht, warum ich das am Anfang geschafft habe und jetzt nicht mehr. So hin. Danke, dass das so... Du glaubst ja nicht. Ich glaube an dein Herz. Glaubst du wirklich? Ja. Nee, sag nochmal in die Kamera auch. Der Karten. Ich glaube an dich und an dein Herz. Okay, klar. Doch, wirklich, du schaffst das. Was machst du denn so? Also außer die Wäsche und das Essen, du Macher. Ist nicht falsch, ich mach bei uns wirklich die Wäsche. Oha. Essen überlasse ich tatsächlich lieber Gianni, weil die lieber kocht und besser, aber ich koche auch, also das ist nicht. Let's go. Ich hasse übrigens diese Kegel. Ja, die sind immer in die Reihen. Die sind krass ätzend. Und oh, wie hat mich das denn erwischt? Wie willst du mir das mal erklären? Mit Fingerchen. Ja, ich nehme auch jeden Kegel mit, den es da draußen gibt, ne? Ich bin der Kegelbeauftragte. Ich bin hier auch wirklich gerade beim Firmenbowlenabend, Alter. Prüfst du hier die DIN-Normen des Kegelns? Ich bin so blöd gelaufen, holy Jesus. Das kannst du dir nicht ausdenken.
Also ich kann mir eine Menge ausdenken. Sag mal, wie blöd wirklich. So, jetzt. Den Kick habe ich verdient. Lauf. Oh, 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 oh. Ah, ich bin da drin, ich bin da drin. Oh mein Gott. Nein, ich bin rausgelaufen. Oh Gott, da vorne sehe ich Leonie. Lauf, Leonie. Ja! Eins in den Chat, Leute! Ich glaube. Ich hab euch. Sag doch! Macht ihr 24 live mal Stream? Wie bitte? 24, wir machen eine Woche. Ey, Tarik eine und ich, wir Woche. Machen. Auf jeden Fall. Wenn Tarik das nächste Mal in Berlin ist, mal streamen wir einfach eine Woche. Ja. Aber manchmal sind wir auch einfach nicht da, weil wir müssen arbeiten gehen. Das ist ja einfach nur so ein leerer Stuhl, aber ist ja egal, ne? Let's go. Sobald ich bei dir bin, geht's los. Ich habe wirklich ein paar Einsen gesehen. Oh, jetzt darfst du den machen. Oh, den habe ich ja jetzt auch gestalkt bei euch. Habe ich mir die Techniken angeguckt. Ich fühle den noch nicht. Ich channel die innere Pips in dir. Ich mag die innere Pips in mir nicht channeln. Ich mag auch die äußere Pips so von der Ferne nicht so. Oh, okay. Ja, sorry, aber das ist ja... Kannst du mal in die Kamera sagen? Ich hasse Pips. What do you mean? Das war doch auch im... Alter. Das war doch im Pen and Paper. Hä? Von Anfang an haben wir uns nicht gemocht. What do you mean? Hä? Was willst du? Hä? Guck dir doch mal die erste Folge an. Wir? Ja, vielleicht. Das Leben ist ein Handel. Ich war doch nur mit dir befreundet, weil ich was davon bekommen habe. So, ich habe rot. Ich habe gelb. Wie klar. Achso, da muss ich dann... Ach so, ja gut. Ich habe es jetzt auch verstanden, was ich machen muss. Oh mein Gott, ich habe blau im ersten Anlauf abgeliefert. Geil. Jetzt nice. Kannst du noch easy werden. Gib mir jetzt noch schnell rot. Ah ne, wir nehmen gelb, okay. Ich bin greedy! Greedy Konzert! Nee, ich hab den nicht verloren! Nee! Oh! Gelb ist auch abgeliefert, mein Scheiße, wie schnell du bist. Ich schaff gar nichts. Nicht nochmal gelb, du Arschloch! Ja, du musst das so lang machen, bis du es abgegeben hast. Und qualifiziert. Okay, ich habe mein erstes abgegeben, okay. Alter. Das dauert ja ultra lange. Noch drei. Ne, das schaffe ich nicht. Doch, doch, das schaffst du. Noch zwei. Achtung, Achtung, Achtung. Sehr gut, stehen bleiben. Habe ich verloren? Ja, ich habe es verloren. Ja, man kann halt nicht alles haben, mein Freund. Ich will doch nur deine Beachtung. Oh. Über. Stehen bleiben. Durchlaufen. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ich habe auch kein... Das ist ja das schlimmste Minispiel, was in diesem Spiel jemals entwickelt wurde. Das hat doch da irgendjemand reingepatcht und gelacht dabei. Oder so richtig böse. Ja gut, ich habe es probiert, ne? Muss man sagen. Ich finde, ein von drei Paketen im ersten Try abzuliefern ist schon stark. Yes. Das ist genauso, wie ich sie sagt, aber blöder Mensch. Ich? Warum? Weil du lügst. Alter. Lügen ist dein Hobby, wirklich. Was nettest du dir, du blödes Arschloch? So mag ich dich viel lieber, so weil du ehrlich bist jetzt. Ich, nee, ich will gar nichts mehr von dir hören. Nichts? Okay, kann mich ja muten. Tarik, weißt du noch damals, als ich gemein zu dir war? Das habe ich nicht so gemeint. Stehen bleiben. Weiterlaufen. Stehen bleiben. Tarik hört wirklich gar nicht mehr. Tarik ist... weil du nicht stehen geblieben bist. Da weiß ich, wer die Krone nicht kriegt. Warum der Hass? Weißt du, ich gönn dir hier... Ich gönn dir nix, wirklich gar nichts. Ah, da kommen die Leute ins Ziel schon gelaufen. Deswegen hast du keine Freunde. So. Das ist wahr. Akito! Akito schon wieder. Das ist wirklich krass. Da erstmal wurde ich von... Akito hat's richtig drauf, ne? Das ist wirklich, das der läuft durch. Wie gut der es drauf hat. Der läuft durch, ohne zu gucken, glaube ich. Der sitzt zu Hause und hat irgendwie eine Unterhose auf dem Kopf. Der ist blind so. Der läuft einfach straight durch. Der fühlt's. Ja, heftig. Das war wirklich krass jetzt. Ja, im Akito gönne ich es im Vergleich zu dir wenigstens. Okay, oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Ich darf nicht mehr nett zu dir sein, das hast du jetzt davon. Alles klar. Alles klar.
Okay, dann vielen Dank schon mal an alle Leute hier, die noch in der Gruppe rumsitzen. Ich würde jetzt einmal nochmal unter vier Augen mit Tarek kurz reden, weil da sind jetzt ein paar Sachen gefallen. Die würde ich jetzt mit ihm nochmal klären. Ja, wir sagen nochmal richtig. Kurz hinter Netto gehen. Genau, wir gehen jetzt einmal hinter Netto. Kommst du mit runter, Tarek? Viel Spaß. Danke schon mal. Danke nochmal ans Moderaten fürs Mitlaufen und hoffentlich schaffe ich es nächstes Mal früher als in einem halben Jahr. Das wäre ja ganz schön. So. Denn Leute, ich weiß, es ist soweit, es ist langsam traurig, aber Tarek und ich, wir sind jetzt nicht mehr befreundet, das wollte ich euch sagen. Oh, du bist schon im Channel, das habe ich nicht mitbekommen. Ich wollte nicht, dass du es so erfährst, ich wollte es dir eigentlich auf SMS schreiben. Okay. Ich komm doch nicht zu euch. Wow, okay. What the fuck? Nee, Tarek, vielen Dank, dass du alles ausgehalten hast. Die ganzen Späßeleien, die Späße jetzt gerade beim Spiel und die Dad-Jokes, ne? Das war der Oberhammer. Wie gesagt, wenn ihr Tarek auschecken wollt und Qualitäts-Twitch-Content sehen wollt, Quality Time auf Twitch abonnieren, da gibt's auch Ausrufezeichen Tarek. Da hat die Jasmin schon in den Chat geschrieben. Und einfach mal reingehen, Follow dalassen, freuen sie sich. Und wenn ihr Final Fantasy noch auschecken wollt, erster Link in der Beschreibung. Es gibt irgendwo bestimmt einen QR-Code. Ich weiß es nicht. Ausrufezeichen gratis in den Chat. Wollte gerade sagen. Auf den Link drücken, euch einfach einen Account erstellen, dann unserem Discord join. Da ist Tarek auch drauf. Ich bin da drauf. Da sind viele fantastische Leute. Charakter erstellen. Genau, da sind auch Leute, die euch bei allem helfen können. Scully, Frauke, Jibbo. Also wirklich eine Menge. Und fragt einfach, wenn ihr da Hilfe braucht. Und dann findet ihr euren Weg ganz schnell hoffentlich zum Goldsaucer und könnt mit mir Fall Guys spielen, weil das ist actually das, was ich jetzt den Rest des Jahres tun werde. Scheiß auf Arbeiten. Ich mach krank und zock Fall Guys, Final Fantasy. Tarek, du hast das letzte Wort. Dass du das auf YouTube gesagt hast. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich mach dich ein bisschen größer, aber nur ein bisschen. Warum? Nee, weil ich möchte, dass du jetzt auf so, du hast das letzte Wort quasi. Ich habe das letzte Wort. Ja. Mein Gott, das ist aber sehr groß. Findest du? Ja, das finde ich sehr groß. Ja, danke, dass ich mitmachen durfte. Ich fand es ein sehr lustiger Stream, auch wenn wenn wir jetzt keine Freunde mehr sind. Mhm. Oh mein Gott. Sag mal. Dachte, du winkst. Ja, danke natürlich an euch, an den Chat. Ihr wart am Start. Das ist so groß. Nee, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns ganz bald wieder. Adventskalender auspacken war funny. Zocken ist sowieso immer spaßig, da den Stream anschmeißen tut nicht weh. Und tut euch den Gefallen und holt euch nicht das Dad-Joke-Buch. Don't do it. Nee, wirklich, das ist verboten. Spart euch Geld, wenn ihr euch die Testversion von Final runterlädt. Das ist nämlich umsonst. Genau. Kostet auch nichts. Level lang. 70 Level lang. Und ihr könnt so lange spielen, wie ihr wollt. Gar nicht Stress, da gibt's keine Zeit. Einfach ganz gemütlich so lange spielen, wie ihr wollt. Bis ihr 70 seid. Und ich finde schön, Madame Pompadour kommt jetzt rein. Schwarzer Humor. Ich würde dir einfach empfehlen, mal 2 Stunden nach vorne zu skippen. Und dann kannst du dir den schwarzen Humor nochmal, ich würde eher sagen, der hatte eine ganz andere Farbe, die will ich jetzt nicht sagen. Nee. Das war schrecklich. Also kauft euch das nicht, kauft euch den Pups-Adventskalender nicht, auch nicht aus Joke. Spart euch Geld, Testversion runterladen und dann beim nächsten Stream auch dabei sein. So sieht's aus. Also, machtet J. Weihnachten, guten Rutsch. Wow, Alter. Schöne Beerdigung. So, ne? Wir können ja schon mal. Leben. Genau, wir sehen uns ja nie wieder. Na klar. Ja. Ist so weit. Das steht gleich wieder da. Das stimmt nicht. Warte, ich mach's so. Zack. Und ich drück gleich. Jetzt drücke ich auf Stream beenden. Macht's gut, Leute.